einen wundervollen, einen schönen guten Abend allerseits, wenn da jemand draußen ist, ich weiß es nicht. Ich freue mich sehr. Sind Sie bereit? Es gibt im Moment, aber nicht nur im Moment, in diesem Verein auch einige Menschen, nicht nur Spieler, vergessen ihnen Profi, was sie sind. Ich lese sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen und habe geweint, selber Mari di Lacrima. Du sitzt im Stadion und denkst, was ist kaputt in meinem Leben? Was ist kaputt im Leben von dieser Spielerflasche leer? Esse Fleisch mit Golden oder renne wie Beine mit Blei? Bleibeine ist so ein Wort. Aber ist ja jetzt egal. Wie laufe Saison immer? Immer? Pero ich meine immer, immer. Wie laufe Saison? Vorbereitung ist es scheiße immer, aber du sagst, diese Vorbereitung ist egal. Komme erste Gegner in ein eigenes Stadion und du denkst, ist es bellissimo. Na? Ist es Sommer, ist es Freunde und Bier und die Sonne, ist der Himmel auf Erde, ist es Paradiso, aber dann kommt Spiel. Was erlaube Spiel? Siri wollen töten meine Squadra. Sonne verbrennen meine Spieler. E die Animali von den Gegner wollen treten meine Spieler in die Krankenhaus. Weil selbst nicht können spielen Calcio. Porca miseria. Soll alle fahren, wo brennt ewige Feuer. Dann gehe so weiter. Spieler sind wie Zuckero in den Herbst. In den Herbst Spiele. Ich komme Autuno, ist schlechtes Wetter und eigene Spieler, wie gesagt, sind wie Zuckero, aber vertaust die Zeile. Löse auf in Zuckero. Ich schwimme am Boden wie in Tazza de Kaffee. Und du sehe immer wieder, wir nicht spielen beide Halbseite. Spiele erste Halbseite gut, dann denke ich, ist der Gute jetzt. Habe gemacht genug, aber keine Ausruhe. Pero Gegner denke, wieso die Binne? Habe Angst zu gewinnen oder was? Gute, würdige Kloppe, Hütte voll. Nicht so ein Problem. Oder spiele erste Halbzeit schlecht und kriege drei Tore, dann zweite Halbzeit spiele Grande, mache drei Bude und du denke, wieso nicht von dir Anfang an? In jedes Spiel. Wir haben in die Platz 11 Spieler, aber manchmal sieht er aus wie nur 5 oder 4. Ist er klar? Meine Worte, diese Worte ist er möglich verstehen, was wir haben gesagt, danke. Wir haben gepfiffen mit diesen 11 Spieler, waren 4 oder 5, haben gepfiffen und gesimpft und vorher, haben fein gesagt, oh, ist er unruhig Umfeld, ist er Hektik, ist er nichts gut für Spieler sensibel? So nach 2, 3 Spieler ist er viel gepfiffen und gesimpfe, nicht du für Simpfe, du für bezahle und halte Fresse. Wir sagen, ein Fan ist nicht ein Idiot. Nein, Fan ist doch Idiot, weil trage Geld in die Stadion und muss es sehr scheiße. Komme Winter, wird es schlimmer. In Italiano Winter ist Inverno. Nur eine Buchstabe anders als Inferno. Alle sehen dumm da, wie gegen weiße Wanderer an die große Mauer in die Nord und du denkst, alles ist verloren. Dann kommt Frühling und wird ein bisschen besser, gewinnt ein paar Mal und du denkst, wieso nicht können spielen so die ganze Zeit? Du auch nicht dürfen machen halbe Arbeit, nur weil draußen kalt. Früher war der Fußball von den Männern mit den Haaren vorne kurz und lange hinten. Hatte Schnauze unter Nase und konnte Seele bis 3, Peru nicht bis 5. Tribuna hatte keine Dache und das Spielfeld war manchmal Schlamm und Wasser, eh alle dreckig. Pero, wenn ich denke an diese Seite, dann ich denke, das war auch scheiße. Aber du und ich, wir waren jünger. Heute, du findest lustig, wenn du hörst, dass Spieler früher haben gesoffen vor Spiel. Musst du lachen, wenn du hörst, haben gesoffen im Trainingslager und sind wach geworden und im Bett lag. Nein, 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 nicht Regaragazza, pero Verkehrsschild. Du lache kaputt, wenn Spieler heute gehe vorbei an kleine Bier, du schreibe an Vereinsspieler, habe gesoffen und weiße Zeug in die Nase gesogen wie besäuert. Musst du denken, sind das so jung, diese Spieler? Sind die Bambini? Gut, aber auch sei es Frisuren und teure Friseur aus Frankreich oder Argentina. Ist der Dekadenter, ist aber egal, solange laufe, bis nicht mehr konne. So wie du musst lavoro, bis nicht geht mehr. Solle verdienen Geld, die Spieler. Ist der Calcio in Kapitalismus, jeder will verdienen Geld. Aber du musst dran denken, das Spiel habe 2 Halbseiten. Ist es doch so. Ist es unser Verein. Sind die hier geboren, kennen nichts anders. Fans sind immer noch da, wenn Spieler weg und Trainer woanders mehr Geld. Aber wir sind immer da.
Komme, wenn es schöne Wetter. Komme auch, wenn es heiße kalt. Immer bleibe. Lache mit der Mannschaft. Weine mit der Mannschaft. Deshalb auch durfe simpfe über Mannschaft. Musse simpfe. Hoffe dann besser. Komme wieder. Musse immer wieder kommen. Nicht anders konne. Il calcio, siamo noi. Alles zusammen. Ich habe fertig noch lange nicht. Jetzt geht er los. Ich hatte das Vergnügen, und du wirst dich erinnern, mit dir zusammen bei Schalke 04 im Vereinsheim aufgetreten zu sein. Und wir haben dort die Konferenzschaltung gemacht. Es waren alle Spieler da, sogar Uli Potowski. Und ich habe mit Herrn Assauer uriniert, also jeder für sich. Wohlgemerkt, nebeneinander, und Herr Assauer war noch ganz bei sich. Und wir sind zurückgekommen und dann haben wir die Konferenzschaltung gemacht, die wir beide gut gemacht haben. Und wir haben völlige Verständnislosigkeit und Stille geerntet, weil das, was wir für witzig bis heute halten, für die Herren Spieler natürlich tägliches Brot und überhaupt nicht komisch war. Und die haben sich gefragt, was mache ich hier? Was müssen wir da angucken? Es war unfassbar grotesk. Und das ist jetzt eine Überleitung aus dem viel zitierten Überleitungsmuseum in Mainz. Denn diese Art von Verständnislosigkeit habe ich noch auf ganz andere Art und Weise erzielen dürfen. Ich habe inzwischen es dabei zu einer gewissen Art von Meisterschaft gebracht. Ich habe, nachdem wir mit Tresenlesen Österreich und die Schweiz bereist haben, das auch als Solist getan und habe gedacht, ein Kompliment an das Gastland wäre vielleicht einen lexikalischen Text über die Schweiz. Den habe ich angefertigt, vorgetragen und hatte ein Schalker Gefühl. Der Text trägt den Titel Rätselsatte Welt, heute die Schweiz. In unserer Reihe Terra Spax, Spanplatten der Welt, betrachten wir heute die Petrischale des Freiheitsgedankens, in der aber auch bisweilen Käse heiß gemacht wird, die Schweiz. Die Schweiz liegt auf dem nach ihr benannten Gelände im Alpenraum und ist deshalb nicht groß, aber stark geknautscht. In diesem Zustand nimmt sie eine Fläche von annähernd 41.285 Quadratkilometern ein. Würde man das Staatsgebiet jedoch bügeln, wäre die Schweiz etwa so groß wie Obervolta und läge dann auch dort. Glück gehabt. Nimmt man Mitteleuropa als Bein, so bildet Deutschland den Oberschenkel, die Schweiz die Kniescheibe, Österreich den Meniskus und Italien Unterschenkel und Fuß. Wenn Europa also etwas sucht, betet oder bettelt, fällt es auf die Schweiz. Andererseits kann man ohne Meniskus sehr gut gehen, ohne Kniescheibe jedoch nicht. Verstehe das, wer will. Es kommt aber auch sehr viel Gutes aus der Schweiz. Zum Beispiel der Rhein. Ja, der deutscheste aller Flüsse, der Rhein, entspringt der Schweiz. Dort, in einer Höhle unter der B7, sitzt eine kleine Gruppe Rheinmacherfrauen, die den ganzen Tag Rhein machen. Mit der Hand, und das seit hunderten von Jahren. Respekt. Erstes Indiz für das Deutschsein des Rheins ist, dass er, wie übrigens alle Deutschen, nicht so einfach in der Schweiz bleiben durfte. Deshalb fließt der Rhein raus. Und nur deshalb ist er ein Fluss. Hätte er bleiben dürfen, gäbe es keine Notwendigkeit zu fließen und er wäre nur einer unter zahlreichen anderen Schweizer Seen geblieben. Auch kann man den Rhein nicht direkt als geradlinig bezeichnen und er hat nicht selten Probleme mit Schiffen. Sehr männlich und sehr deutsch. Zudem hat er in der Vergangenheit sehr oft das Bett gewechselt, nicht aber die Bettwäsche. Und das ist ebenfalls sehr männlich. Bei Rheinhessen handelt es sich übrigens nicht um ein Getränk, sondern um einen Befehl. Ähnlich wie bei Raus Sachsen. Doch das nur am Ufer, am Rande. Nicht selten verhält sich auch ein guter, säurearmer Rhein nach übermäßigem Genuss im Magen wie in der Schweiz. Das heißt, er fließt raus. Hier enden aber die Gemeinsamkeiten, da er aus dem Magen den gleichen Weg nimmt, auf dem er hineingelangte, aus der Schweiz aber nicht. Die Schweiz ist eines der ganz wenigen Länder der Welt, das seine Küsten ausschließlich im Landesinneren hat, was deren Sicherung erheblich vereinfacht, da so niemand unerlaubt über den Wasserweg einwandern kann, es sei denn von unten. Auch bleiben die Ausgaben für die Kriegsmarine übersichtlich und die letzte Sturmflut datiert aus dem Mesozoikum und richtete keinerlei Sachschäden an, weil es noch keine Sachen gab. Die Schweiz ist, trotz der Knautschung und den damit verbundenen Problemen, in schiefer Lage gerade bauen zu müssen, bewohnt. Und zwar von etwa 7 Millionen Schweizerinnen und Schweizern und etwa 14 Milliarden Nummernkonten. Ein Gros der Schweizer lebt in Zürich, die Nummernkonten darunter. Eine der wesentlichen Schweizer Erfindungen ist ja bekanntlich die Nummerierung von Konten. Damit begann man dazulande schon, als die Konten in Deutschland noch Vornamen hatten und man in Italien sein Geld noch im Munde mit sich herumtrug. Die Schweiz ist aber auch auf den Erfindergeist angewiesen,
da sich als Bodenschätze bislang nur ausgedehnte Lagerstätten von Sand, Schlamm, Dreck und Steinen haben nachweisen lassen und auch die nur in abbautechnisch äußerst schwierigen steilen Hanglagen, sodass man gerade die Steine da lässt, wo sie liegen, was sich der staunenden Touristerei dann wieder als Gebirge darstellt. Albert Einstein dachte sich ja als Angestellter des Patentamtes in Bern die Relativitätstheorie aus, was ein bezeichnendes Licht auf das mit hektisch sicher nicht korrekt bezeichnete Erfinderklima in jener Stadt wirft. Nun gilt aber auch gerade Bern, selbst unter den nicht gerade als hibbelig oder fahrig empfundenen Schweizern, als ausgesprochen entschleunigt, ja als einer der wenigen Orte weltweit, in dem der Unterschied zwischen Wachen und Schlafen nicht mit der gleichen Trennschärfe festgemacht werden kann wie im übrigen Alpenraum. Deshalb eignet sich auch kein anderer Ort besser, über die Relativität von Raum und Zeit nachzudenken und das Exotische am Zustand der Beschleunigung herauszuarbeiten. Nur dem Besucher fällt es schwer, ein stringentes Gespräch zu bestreiten, wenn man ständig das Gefühl hat, der Gesprächspartner schläft, befindet sich in Trance oder das Begrüßungswort Hallo wäre schon so viel Text für den Anfang gewesen. Neben Konten und Schweizern gibt es in der Schweiz auch noch jede Menge Gras und Kühe, zwei wesentliche Elemente des Schweizer Periodensystems, die, wenn sie zusammengebracht werden, als Reaktionsprodukte Methan und Milch generieren. Das eine lässt die Gletscher abschmelzen, aus dem anderen macht man Schmelzbares, also Käse, oder durch minimale Veränderungen in der Rezeptur Schokolade. Schmelzen ist, neben Diskont, eines der wichtigsten Wörter im Schweizer Wortschatz, denn ist etwas geschmolzen, kann man dann Sachen reinhalten. Das tut der Schweizer sehr gern und nennt das in geschmolzenes was reinhalten dann, wenn alles geschmolzen ist, Fondue und wenn es nur angeschmolzen ist, Raclette. Zu beide muss man sehr viel jungen Riesling trinken, weil der Magen das Fett sonst nicht aufspalten kann und man dann nach 2 Tagen eine Entbindung durchsetzen muss, um den betonierten Käseklotz wieder loszuwerden, der anschließend dem Sportbodenbau, der Befestigung von Uferbereichen oder der Fundamentkonstruktion von Windkraftanlagen im Offshore-Bereich zugeführt werden kann. Man sieht so ein Windrad mit anderen Augen, wenn man weiß, worauf es steht. Ich habe mir angewöhnt, gleich den Riesling zu trinken und auf den heißen Käse zu verzichten. Man geht deutlich entspannter zum Klo und ist auch nicht so satt. Der berühmteste aller Schweizer war Wilhelm Tell, der aber auf seinen Sohn schoss und dabei einen Apfel traf, was alle Welt ganz toll fand, ohne zu wissen, ob er das auch so wollte. Die Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Schweizer fallen deutlich weniger ins Gewicht, als es dem Schweizer lieb ist. Richtig deutlich wird das vor allem in der Sprache, womit nicht die Sprechtechnik gemeint ist. Der Deutsche spricht ja, wenn er mal spricht, ausschließlich über den Mundraum und die rotzverblockte Nebenhöhle. Während der Schweizer alle zur Verfügung stehenden Hohlräume des gesamten Kopf- und Halsbereiches von der Kalotte bis zum unteren Ende des Bronchialastes als Resonanzraum nutzt. Der Schweizer arbeitet beim Sprechen deutlich mehr als der Deutsche, was die etwas verminderte Sprechgeschwindigkeit erklärt. Aber auch das beiden Völkern zu Gebote stehende Vokabularium weist kleine, aber signifikante Unterschiede auf. So steht an den Glastüren bei uns zu Hause drücken neben dem Knauf, in der Schweiz jedoch stoßen. Selten fanden die Charaktereigenschaften beider Völker plakativeren Niederschlag in ihrem sprachlichen Inventar als hier. Das vorsichtige, fremdelnde, sanft abweisende des Wortes stoßen auf der einen und das fordernde, einnehmende, keinen Widerspruch duldende drücken auf der anderen Seite, welches durch das Voranstellen des maskulinen persönlichen Fürwortes eher erst sein wahres Gesicht zeigt. Diese fehlende begriffliche Trennschärfe zwischen Drücken und Stoßen ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Schweiz in internationalen Wettbewerben der Gewichtheber nie sonderlich auffiel, da man die Unterschiede zwischen Drücken, Stoßen und Reißen nicht sieht, sondern all das unter dem Begriff Wuchten versammelt. Wuchten aber ist wie Schwingen noch nicht olympisch, aber sehr schweizerisch. Die Schweizer können alles, was wir Deutschen nicht können. Etwa Kaffee kochen. Kaffee. Es heißt Kaffee und nicht Kaffee. Ihre kleinen Münzen heißen Rappen und nicht Cent und ihre Altstädte sind richtige Altstädte, also älter als 60 Jahre. Zudem machen sie keinen Hehl daraus, dass sie glücklich sind, da wo sie sind und nicht woanders hinwollen oder müssen. Sie halten sich aus vielem raus, vermutlich, weil sie sonst so gerne etwas irgendwo reinhalten. Andererseits haben sie auch viele nicht reingelassen, deren letzten Chance sie waren und das war gar nicht komisch und deswegen darf man es sich auch nicht rauslassen. Aber mit das Wichtigste, was wir der Schweiz verdanken, ist die Antwort auf die Frage, wer hat es erfunden? Und dass man was in was reinhalten kann, wenn man es vorher heiß macht. Und dass man zum Sprechen den ganzen Kopf benutzen kann und nicht nur die Nebenhöhle. Das ist mehr, als die meisten anderen vorzuweisen haben. Grüezi, guten Abend und hallo. Wir ärgern uns ja immer wieder und gehen trotzdem dahin. Fußballfans sind ja prinzipiell bipolar, sind irgendwie so ein bisschen
schizophren, weil wir tragen die Kohle dahin. Oder jetzt in der Corona-Zeit, die Leute kaufen Wohnzimmertickets, obwohl sie sowieso schon den Pay-TV-Sender bezahlen. Ne? Und weil wir alle bescheuert sind, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber es ist trotzdem selbstverständlich, dass wir da hingehen. Und diese Selbstverständlichkeit, die hat mein guter Freund von mir wunderbar auf den Punkt gebracht. Der ist Jurist in der Energiebranche. Der hat also richtig was zu sagen, muss aber dafür auch mal sonntags ans Telefon gehen. 13.30 Uhr, Sonntag, sitzen wir mal wieder im Stadion. Kranke Anstoßzeit sowieso. Und mein Kumpel kriegt einen Anruf, so Viertel vor, mitten in der ersten Halbzeit. Ne? Und dann geht er dran und brüllt so durch den ganzen Block B, was ist los? Ich bin im Stadion. Wo soll ich denn sonst sein? Wo ist denn der Papst am Sonntag? In der Kirche oder im Puff? Das ist, im Stadion muss er auch einfach nur zuhören. Wenn mir einer mal sagt, sag mal, wo kriegst du deine Ideen her? Oder fällt dir nichts mehr ein? Wenn mir nichts mehr einfällt, dann setze ich mich entweder in den sogenannten Regionalexpress und fahre immer zwischen Hamm und Duisburg hin und her und schreibe mit. Oder ich höre im Stadion mit. Komme ich zum Beispiel ins Stadion, kommt ein Kumpel auf mich zu und sagt zu mir, weißt du, was meine Frau gerade zu Hause gesagt hat? Sag ich, nee, ich war ja nicht dabei. Ja, die hat gesagt, viel Spaß im Stadion und trink nicht so viel. Da habe ich gesagt, ja, was denn du? Der gleiche Typ hat mal eine andere Sache rausgehauen. Der bringt seine Frau manchmal mit ins Stadion. Und weil sein Bruder hatte eine Dauerkarte und wenn der die nicht nutzt, dann kommt die Frau manchmal mit. Und da sitze ich mal neben dem. Normalerweise sitze ich ein paar Plätze weiter, aber da waren meine ganzen Freunde nicht da. Die hatten Angst, keine Ahnung, gibt ja genug Grund, beim VfL Bochum Angst zu haben. Und dann habe ich mich in der zweiten Halbzeit zu dem gesetzt und das Spiel war schlecht, war gegen Greuther Fürth. Und irgendwie um die 60. Minute rum sagte der so zu mir, weil gerade auf dem Platz mal wieder überhaupt nichts passierte, sag mal, woran merke ich, dass meine Frau mit im Stadion ist? Sag ich, keine Ahnung. Ich habe in der Halbzeit noch gelb gepinkelt. Das versteht nicht jeder. Manchen Leuten muss man das erklären, aber mit denen möchte ich eigentlich auch überhaupt nichts zu tun haben. Im Stadion ist es eben dann immer noch am schönsten. Und das ist ja zurzeit nicht ganz so einfach. Neulich im Stadion. Unser Zehner spielt einen zentimetergenauen Pass in den Lauf unseres weit aufgerückten rechten Außenverteidigers. Ich nehme noch schnell einen Schluck Bier. Scottys rechte Hand krallt sich in mein Knie. Die Flanke segelt in den Strafraum. Der Keeper klebt auf der Linie. Unser Mittelstürmer legt sich in die Luft und nagelt die luftgefüllte Polyurethankugel mit einem Klaus-Fischer-Gedächtnisfallrückzieher in den Winkel. Der Jubel reißt auch den letzten gehbehinderten Rentner vom Sitz. Scotty und ich kippen uns gegenseitig den Gerstensaft über die purpurn jubelnden Schädel. Wir liegen uns in den Armen und tanzen, während der Schiri abpfeift und 11 Rote vom Platz schleichen wie geduscht. Katzen. Die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals mit der letzten Aktion des Spiels und dem Tor des Jahres 4:3 nach Hause geschickt. Allgemeines Herzen und Umarmen, Küsschen hier, Küsschen da, 12 Bier als Digestiv zum Festmahl, so viel Zeit muss sein. Und dann wache ich auf. Ich öffne die Plexiglasklappe des mit einer hochmodernen Klimaanlage ausgerüsteten Schneewittchensarges, in dem ich seit 2 Monaten schlafe, grüße das Weib in ihrem eigenen Behältnis, schlüpfe in die über Nacht von mildtätigen Zwergen desinfizierten Gesundheitsschlappen und schlurfe ins Bad, wo unser Mittelstürmer die Lokalzeitung auf den Knien grinsend auf der Schüssel hockt und spricht, die haben wir weggehauen, die Bayern, was? Und dann wache ich nochmal auf, diesmal aber richtig. Kein Schneewittchensarg, aber die Bettstatt durchtränkt von Angst, Schweiß und Tränen. Ach, wo sind sie hin, die Tage gemeinsamen Bangens auf der Tribüne, als wär's in einem anderen Leben gewesen. Frühjahr 2020, eine merkwürdige Zeit für Fußballfans. Vorher hatte man gedacht, um den Spielbetrieb mitten in der Saison zu stoppen, bräuchte es schon einen veritablen Weltkrieg. Nun reicht ein Viech von 50 bis 100 Nanometern Größe, um weltweit das große Kicken lahmzulegen. Ein Nanometer entspricht übrigens dem millionsten Teil eines Millimeters. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob so ein Virus wirklich ein Viech ist. Es geht uns allen auf jeden Fall fiesch auf den Sack. Sie verstehen, dass es in diesem Fall nicht ohne Kraftausdruck geht. Ja, vielen Dank. Ich versuche mit diesem ganzen Scheiß, Verzeihung, ein bisschen so umzugehen wie mein Opa. Der war ziemlich gut darin, in allem Schlechten doch noch das Gute zu entdecken. Na gut, den Spruch, es war nicht alles schlecht, den hätte er sich sparen können. Ne? Denn den bezog er auf die 12 Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Einmal sogar garniert mit dem verwegenen Argument, ja, wer hat denn die Autobahn gebaut, der Brand etwa? Was dann noch schlecht war, hat er sich schön gesoffen. Vor ein paar Wochen stehe ich an einem Freitag um 18.29 Uhr in meinem ausgebauten Keller unter dem Beamer, der über dem großen Bild der 74er Weltmeistermannschaft angebracht ist, und frage mich,
Was willst du hier? Nach ein paar Minuten fällt es mir wieder ein. Ach ja, Karlsruhe weghauen. Das war der Plan gewesen. Allein bei dem Gedanken schalten meine Speicheldrüsen in den Schleudergang. Bierdurst stellt sich ein. Die ersten unflätigen Invektiven schleichen sich auf die Zungenspitze, welche abrupt innehält, bevor die Stimmbänder die Klangerzeugung starten können. Schockartig überfällt mich die Erkenntnis, dass ich völlig umsonst in diesem Raum stehe. Umsonst übrigens im Sinne von vergeblich, nicht im Sinne von unentgeltlich, denn ich bekomme wie jeder Fan ja nicht nur kein Geld dafür, dass ich mich Woche für Woche ärgern lasse, nein, ich bezahle auch noch dafür. Wie der Topmanager, der sich nach einer stressigen 70-Stunden-Woche zur Entspannung von einer 60-jährigen Zwei-Zentner-Matrone rostige Nägel durchs Skrotum treiben und an ein wurmstichiges Andreaskreuz schlagen lässt. Wie ich da als fleischgewordenes Sinnbild der totalen Vergeblichkeit in meinem Fußballkeller stehe, dessen Boden regelmäßig statt mit Wasser mit Tränen durchgewischt wird, gleicht mein inneres Pripyat jener verlassenen Stadt in der Nähe des Reaktors, den wir als Tschernobyl kennen. Gleichzeitig wütet in mir eine Art Phantomerregung und ich muss an Onkel Hubert denken, der sich noch 30 Jahre nach dem Krieg einen Fuß kratzen wollte, der 1944 in der Normandie am Strand geblieben war. Zwei Wochen später finde ich mich um 12.30 Uhr plötzlich vor dem Stadion an der Castorper Straße wieder und weiß erneut nicht, wie ich da hingekommen bin. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Luftfracht. Ich bin allein, nicht einmal Autos sind unterwegs. Auch keine Kieler, denen man die Sprotten aus dem Rektum ziehen könnte, wie Scotty das vor einem Spiel gegen Holstein, wenn auch in der Wortwahl ungleich drastischer, mal angedroht hat. Ich könnte das jetzt wie mein Opa machen und mir sagen, dass, wenn mein Verein nicht spielt, ich mich auch nicht ärgern muss. Aber dann denke ich, mein Zorn ist doch nur die eine Seite der Medaille, deren andere all die Glücksgefühle sind, die mir in diesem Betonrechteck schon zuteil wurden. Doch halt, ist der Plural hier wirklich angebracht? Es soll eine asiatische Liebestechnik geben, bei der man den Akt kurz vor dem Höhepunkt unterbricht, um für eine gewisse Zeit völlig belanglosen Tätigkeiten nachzugehen. Dann legt man wieder los und unterbricht wieder, bevor es ernst wird. Diesen Vorgang soll man mehrere Tage hintereinander wiederholen, bevor man dann auch den letzten Schritt geht. So ungefähr fühlt sich das mit diesem verdammten Virus und dem Fußball an. Die bloße Erwähnung des Wortes Fußball, ja jede geometrische Form, die auch nur annähernd rund ist, treibt einen in eine quasi erotische Raserei. Und die führt nirgendwo hin und fällt in sich zusammen wie ein sehr misslungenes Soufflé. Ich kann so nicht arbeiten. Ich reise ab. Und zwar in den Keller. Statt einer Live-Übertragung sehe ich mir da wochenlang die DVDs von den UEFA-Cup-Spielen des VfL im Jahre 1987 in Endlosschleife an. Richtig muss es heißen, von den UEFA-Cup-Spielen des VfL Bochum im Jahre 1997. An der Tür habe ich einen Zettel angebracht, sag mir Bescheid, wenn da draußen wieder Leben möglich ist. Als meine Frau meiner das nächste Mal ansichtig wird, sehe ich aus wie Tom Hanks in Castaway, kurz bevor er sich das Floß baut. Man unterrichtet mich, dass wieder gespielt werden soll, ohne Publikum. Okay, denke ich, verschnittener Stoff ist besser als gar keiner. Wenn Bier, Wein, Sekt und Schnaps alle sind, egal ob edler Tropfen oder Bückware, wechselt man halt zum Spiritus und wenn der zur Neige geht, muss es die Batteriesäure tun. Geduscht, rasiert und in frischen Gewändern sehe ich kurz darauf mein erstes Geisterspiel. Und sapperlott sportlich ist das gar nicht so schlecht. Meine Mannschaft spielt den Gegner ganz gut her, kriegt nach dem Führungstreffer nur kurz die Cliff Barnes'sche Angst vorm Gewinnen, legt dann Treffer 2 und 3 nach und bringt die Partie im Stil einer Spitzenmannschaft über die Zeit. Und ich darf sagen, der ästhetische Genuss verdoppelt sich, wenn man den Originalton ausschaltet und zum Beispiel Smetanas Moldau in Endlosschleife drunter legt. Ich komme in eine Stimmung wie vor anderthalb Jahren nach meiner Operation nach einem Nasenbeinbruch, als das auch von Michael Jackson so sehr geschätzte Propofol mich noch Stunden nach dem Eingriff in einen Zustand heiterer Gelassenheit versetzte. Ganz angstfrei und unbeschwert haben die Spieler gewirkt. Könnte es sein, dass es bisher nur für Platz 15 reichte, weil die Anwesenheit des zahlenden und auch fordernden Publikums sich leistungshemmend auswirkte? Heißt das im Umkehrschluss, wäre Corona im August letzten Jahres gekommen, wären wir wahrscheinlich schon aufgestiegen. Ich gehe schlafen und träume von der nächsten Spielzeit. Ich habe, oder anders gefragt, erinnert sich noch jemand an den großen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Herrn Rüttgers, den Arbeiterführer Rüttgers, Erfinder des großartigen Slogans Kinder statt Inder?
indem er die nationale Fruchtbarkeit, Fertilisation ankurbeln wollte, um indisches Fachpersonal aus dem Land zu lassen. Und der hat damals eine Kampagne vom Zaun gebrochen, die ihresgleichen suchte. Die Kampagne trug den Titel Deutschland, Land der Ideen. Das hat mich tief berührt und ich habe dazu kleine Beiträge gemacht. Das ist ganz wichtig für diejenigen unter den Zuschauern, denen nachgesagt wird, ich habe das im Vorgespräch erfahren, dass ihre Aufmerksamkeitsspanne nicht länger als 1 Minute 30 reicht. Ich kann sagen, wenn ich damit beginne, ist nach 1 Minute 20 der Beitrag vorbei. Also da kann man sich dann kurz erholen, zum Klo gehen oder die Hände waschen. In diesem Fall habe ich also kleine Werbespots geschrieben für das Radio. Und die haben immer den gleichen Anfang. Und wir haben das damals sehr aufwendig produziert, mit sehr viel Atmosphären und wussten dann aber nicht genau, welche Atmosphäre man nun unter den Vorspann dieser kleinen Beiträge legen sollte. Und Gundmar Feuerstein, einen lieben Gruß von hier aus, mit dem ich ganz viel Töne und so weiter fürs Radio zusammengeschraubt habe, war der Auffassung, dass wenn man etwas akustisch nicht zuordnen kann, am besten im Hintergrund Hühner hört. Das ist, da lässt man sich nicht fest und der Hörer kann sich was drunter vorstellen. Und das hat mir sofort eingeleuchtet. Und deswegen haben wir da immer Hühner drunter gelegt. Jetzt sind ja hier keine Hühner. Aber es wäre toll, wenn das spärliche Kamerapersonal an der richtigen Stelle einfach machen könnte. Das geht ganz einfach. Ich mache das mal kurz vor. Die Überschrift ist Deutschland, Land, Land der Ideen. Gemeinden aus NRW und ihre Einfälle. Heute Köln. Da kommt und dann sage ich Danke Köln. Dann hört sofort wieder auf. Also ganz einfach eigentlich. Immer der Name der Stadt wird genannt, dann macht und dann sage ich Danke Köln und dann ist wieder vorbei. Wir üben das ganz kurz auf 3. Deutschland, Land, Land der Ideen, Gemeinden aus NRW und ihre Einfälle. Heute Köln. Danke Köln. Sehr schön, das war gut. Wir machen es nochmal. Deutschland, Land, 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 Land. Deutschland, Land, Land der Ideen, Gemeinden aus NRW und ihre Einfälle. Heute Köln. Danke Köln. Da Nordrhein-Westfalen das Hinterland von Köln ist, liegt Köln davor. Der Rhein liegt daneben bis Meilengar darin und der Dom liegt drauf. Sehr viele Häuser, sehr viele Leute, einige aus Köln, der Rest aus Japan oder aus Zufall. Das zur Gemeinde, jetzt zur Idee. Der Kölner gewies gerade als Erforscher naturwissenschaftlicher Phänomene einen Ruf. Denken Sie nur an den erstmals hier nachgewiesenen Rauschzustand, der aus konsequenter Selbstbeweihräucherung resultiert. Das ist schön und billig. Nun wurde das Phänomen Strom endlich wissenschaftlich untersucht. Die Kölner Stromforschung unterscheidet folgende Stromsorten. Zuerst einmal Gleichstrom, etwa für Heizungen und Rasierapparate, dann Wechselstrom für Ampelanlagen und den Geldverkehr, Wirbelstrom für Mixer und Whirlpools, Stand- oder Hockstrom für Steh- und Bettleuchten sowie Taumelstrom für Wankelaggregate und Kreiselkompasse, Kompanten, Komposter, Komposter. Die Wahl der Stromqualität jedoch ist sehr vom angestrebten Verwendungszweck abhängig. Bei anstrengenden Arbeiten im Freien, unter Wasser oder in Feuchträumen empfiehlt sich imprägnierter, wasserabweisender Strom in einer langfaserigen, stabilen Qualität, der sich gut biegen und bei Bedarf ohne großen Spanabfall sägen lässt, während sich im Bergbau, besonders beim Streckenvortrieb, Kriechstrom bestens bewährt hat. Dieser sollte allerdings wegen der zu erwartenden Abnutzung im Kniebereich einen starken Lederanteil aufweisen, wobei die Stromstärke im Querschnitt nicht über 3 cm betragen darf, was direkt Ampere zu messen ist. Das alles war so bekannt nicht. Jetzt aber kam die Kölner Stromforschung auf die bahnbrechende Idee, Strom gelb einzufärben. Das macht Sinn. Lässt er sich so auch bei schlechter Beleuchtung, etwa hinter der Stereoanlage, leichter auffinden und in das Kabel stecken. Und damit dem Senf nicht unähnlich, der gelb ist, damit er sich von der Wurst unterscheidet. Nun unterscheidet sich endlich auch Strom von Wurst. Na also, der gute Vorschlag setzt sich durch. Ideenschmiede NRW. Manchmal ist es so einfach. Davon gibt es ungefähr, glaube ich, 12 oder 15, was dieses Land dennoch nicht wirklich vorangebracht hat. Ich war im Februar 1975 das erste Mal im Stadion bei einem Spiel gegen den Wuppertaler SV. Der VfL gewann damals, bitterkalt war es übrigens an dem Abend, 4-2. Das letzte Tor, oder das 3-2 hat Werner Balte per Elfmeter erzielt. Aus irgendwelchen Gründen kann ich mich daran seit ewigen Zeiten erinnern. Und dieser 4-2-Erfolg brachte mich natürlich auf die falsche Spur. Ich hielt diesen Verein für potenziell erfolgreich. Aber er bereitete mich auch aufs Leben vor. Ich lernte leiden. Zum VfL gehen, das ist eben immer noch, so hat es mal ein unbekannter Meister in der Lokalpresse ausgedrückt, wie wenn dich jedes Wochenende deine Frau verlässt.
Ich würde ja sagen, okay, wenn die einmal weg wäre, wäre ja nicht so schlimm, aber jeden Mittwoch kommt die wieder. Ne? Das ist das Problem von Fußballfans. Und Fußballfans leben sehr viel von der Erinnerung, weil früher ja angeblich alles besser war, was nicht stimmt. Früher war alles nur zum Teil früher und was, das Einzige, was wirklich besser war, waren die eigenen Augen und Gelenke. Jetzt mal ehrlich, wer von euch hat denn noch wirklich auf der Straße gespielt? Und was war daran so toll? Außer, dass ihr jung und einigermaßen unschuldig wart, die Mauer noch stand, das Geld noch was wert war und das Streichfett gute Butter hieß. Wie oft schon wurde der letzte Straßenfußballer besungen, immer mit der scheinheiligen Träne des Weißclowns auf der Wange, weil früher ja doch alles so ehrlich und so geradeaus war und heute total durchgestylt und korrumpiert. Die Fußballer konnten nicht lügen, haben sich immer, wirklich immer den Arsch aufgerissen und nahmen Geld nur widerwillig an. Ja gut, also wenn es sein muss. Und die Kinder waren arm, hatten aber viel mehr Freude an allem. Klar, es sind putzige Bilder, wenn man einen Haufen Jungs mit Fassonschnitt auf einer dreckigen Straße eine Lumpenkugel hin und her kicken sieht, im Hintergrund ein Förderturm oder ein paar rauchende Schlote und alles sowieso in schwarz-weiß, als würde gleich der ganz junge Belmondo um die Ecke kommen oder wenigstens Horst Buchholz. Also ich wünsche mir die Zeit, als Mutter die Wäsche bei Westwind nicht nach draußen hängen konnte, weil die Bettlaken dann schwarz wurden, nicht zurück, auch nicht den dazugehörigen Fußball. Die meisten vermissen doch nur das Gefühl, selber noch jung und schön zu sein und das Gefühl zu haben, von hier an geht es nur bergauf. Echter Straßenfußball wäre bei uns an der Alleestraße in Bochum, einer vierspurigen Hauptverkehrsstraße, lebensgefährlich gewesen. Auch auf dem mit Split übersäten Kundenparkplatz des Kaufhauses Wertheim direkt neben unserem Haus hätte nie jemand gepölt, nicht zuletzt, weil er ständig notgeile Familienväter in ihrem hart ersparten Ford Taunus drüber bretterten auf dem Weg zum Puffbezirk, dem sogenannten Eierberg. Echtem Straßenfußball. Am nächsten kamen wir auf dem Innenhof eines Neubaus ein paar Meter stadtauswärts. Der Hof bildete den Übergang vom Haus zu einer kleinen evangelisch-methodistischen Kirche. Das eine Tor war die Garagendurchfahrt, das andere der Raum zwischen zwei Vorsprüngen, wo die Fenster des Souterrains mit Gittern geschützt waren, die einen Höllenlärm machten, wenn man einen Treffer erzielte. Das erschwerte das Singen der Seniorengruppe da unten und bewies uns, dass auch praktizierende Christen eine Menge Schimpfwörter hatten. Straßenfußball hieß für uns vor allem Wiesenfußball. Der übliche Ablauf war, dass man bei einem Kumpel klingelte und dann in das Treppenhaus brüllte, kommt der Spüli oder der Andy oder der Pommes oder der Thorsten oder der Mücke raus? Rauskommen, das klang nach Hafturlaub. Auf der Wiese vor der Ahnschule am Springerplatz. Das ist eben, wenn dann eben auch noch ein Wort fehlt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man sich dann verliest. Ne? Aber Harald Schmidt hat ja mal gesagt, manchmal baut man Fehler ein, damit es menschlicher wirkt. Die Tore wurden von Jacken markiert oder von in den Boden gerammten Zweigen. Den Begriff mannschaftsdienliches Spiel kannten wir zwar, praktiziert wurde dies aber nur von technisch limitierten Luschen, auch Krampen genannt, die irgendwie dazugehören wollten. Der Ball landete meist nur aus Versehen bei ihnen und sie taten gut daran, möglichst schnell wieder abzuspielen. Passen war was für Weicheier. Selbstverliebte Dribbler gaben den Ton an. Vier Gegner ausfummeln, den Ball auf die Linie legen, dann auf die Knie gehen und mit dem Kopf drüber drücken. Das war der Gipfel des Triumphs bzw. der Demütigung. Mücke bekam das immer wieder hin, wurde aber ösig, Ruhrhochdeutsch für sauer, siehe auch knatschig, wenn andere das machten. Da war mal ein Junge, der neu in unsere Gegend gezogen war und der noch besser fummeln konnte als Mücke. Der machte uns nass ohne Ende und guckte sich dann von Mücke die Sache mit dem Bodenkopfball ab. Beim dritten Mal war Mücke so genervt, dass er die Urheberrechte an dieser Aktion dadurch unterstrich, dass er den Ball vollspann ins eigene Tor trat. Dass der Kopf des anderen Jungen dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde, verbuchte Mücke unter internationaler Härte. Der fremde Junge rannte brüllend nach Hause und tauchte nie wieder auf. Zu den Höhepunkten der Saison gehörten die Straßenspiele, die ebenfalls nicht auf Asphalt stattfanden, sondern unter Bewohnern unterschiedlicher Straßen ausgetragen wurden, wobei es schon zu frühen Transfergeschäften kam, wenn der Manni aus der Schmidtstraße bei uns Jungs von der Alleestraße mitmachte, weil er auf keinen Fall zu den Spackos vom Griesenbruch gehören wollte. Straßenspiele begannen oft mit bösen Blicken und verbalen Injurien. Das heute gängige »Ich fick dein Mutter«, bisweilen auch verkürzt zu »Dein Mutter«, hieß damals »Geh du nach Hause, na Mama Titi lutschen«.
Freistöße gab es praktisch nicht, weil es keine Fouls gab, sondern nur mädchenhaft empfindliche Gegenspieler. Die Regel drei Ecken, ein Elfer wurde nur eingeführt, damit es überhaupt mal zu Standardsituationen kam. Nicht selten endeten diese Spiele in Prügeleien zwischen Mücke und dem Großmaul der anderen Mannschaft, während die anderen sich an der nächsten Bude eine Aftermatch-Capri-Sonne oder zwei Pullen Dreh und Trink besorgten. Eine besondere Spielart des Wiesenfußballs waren die Klassenspiele, die heute mit großem Ernst unter der Aufsicht von wohlmeinenden Grundschulpädagoginnen, Lehrerinnen auf gepflegten, von der Stadt oder vom DFB eingerichteten Bolzplätzen abgehalten werden. Früher fanden sie auf dem tiefen Geläuf vorm Bergbaumuseum Heimspiele oder auf der Schmechtingwiese auswärts statt. Auf letzterer standen sogar Metalltore, vor denen sich grasfreie Kuhlen gebildet hatten, die so tief waren, dass in den nach ausgiebigen Regengüssen entstandenen Pfützen Kleintiere ertrinken konnten. Klassenspiele waren jedenfalls bei uns friedlicher als Straßenspiele, weil man oft gegen Kumpels spielte, mit denen man eigentlich ganz gut zurechtkam. Da wurde dem Gegner bei eigener 6-0-Führung auch mal generös nach grobem Foulspiel dann doch ein indirekter Freistoß zugesprochen. Heute ist Fußball auch bei den Kurzen total durchorganisiert. In den Vereinen wird vor allem auf Kunstrasen gespielt, was ich persönlich nach 4 Jahren als Jugendtrainer bei der DJK Arminia Bochum 1926 durchaus begrüße. Dieses ewige auf Asche, das ist noch richtiger Fußball, das war noch richtig super. Da geht einem doch irgendwann auf den Geist. Die Glorifizierung von nässenden Schürfwunden, an denen nachts das Bettlaken festklebte, hat was von Oppas El Alamein-Legenden. Du trainierst wie ein Bekloppter, damit sie lernen, was der freie Raum ist und was der Deckungsschatten und wie sie den Ball in der Bewegung mitnehmen sollen, aber dann spielst du auf einem buckeligen Acker gegen eine halbstarke Kloppertruppe. Sieger ist am Ende der Zufall und einer der echten Kerle am Spielfeldrand quengelt nur, das ist doch früher immer so gewesen, also stellt euch doch mal nicht so an. Auf Kunstrasen gibt es keine Schürfwunden, aber immerhin Verbrennungen. Und in 20 Jahren werden sich ehemalige D-Jugendliche voller Melancholie daran erinnern, wie diese braune, aus geschredderten Autoreifen bestehende Granulat, wie dieses Granulat, das über den Platz verteilt war, den Ball schwarz gefärbt hat und man das Zeug pfundweise in den Schuhen und in den Rillen der Stutzen mit nach Hause brachte. Jede Zeit gebiert ihre Legenden von Wehmut und Mangel. Und Dreck von geschredderten Autoreifen, ja doch wieder ein bisschen Straßenfußball. Ein anderes wesentliches Element in den zurückliegenden 20 Jahren war, das muss man so sagen, die Geburt meiner Kinder. Meine Söhne sind wirklich ein Großteil meines Lebensglücks, das muss man schon sagen. Und wenn man Kinder bekommt, also wenn quasi fremde Leute bei einem einziehen, dann ändert sich sehr viel. Nicht nur zum Guten, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite weitet es auch den Horizont. Man lernt Leute, Dinge und Verhaltensweisen kennen, die einem völlig fremd waren, die, obwohl man sie vielleicht schon mal durchlebt hat, komplett vergessen hatte. Und auch mir sind Dinge widerfahren, die ich so nicht erwartet hätte. Und einer dieser Umstände ist Gegenstand des nun folgenden Textes. Dass Kinder etwas lernen sollen, ist allgemeiner Konsens unter denjenigen, die in Ermangelung eines ernsthaften und befriedigenden Berufes genau davon leben müssen, also unter Lehrern. Auch dass das Lernen keineswegs immer unfreiwillig vonstatten gehen muss, sondern durchaus auch unter Zwang stattfinden kann, ist eine landläufige Übereinkunft. Allgemeine elterliche Grundüberzeugung scheint es zu sein, zuallererst die körperliche Ertüchtigung des Neugeborenen anzugehen, weil doch an so einem Würmchen deutlich mehr Körper als Geist dran sei. Sei es wie es sei. Kaum war mein Sohn da, hagelte es Ratschläge derart, dass ich mit dem Kinde dringend schwimmen gehen solle. Das sei ihm durch den mehrmonatigen innermütterlichen Aufenthalt noch vertraut. Es besitze da Grundfertigkeiten, die ich nur herauskitzeln müsse. Und wenn es erst das Schwimmen beherrsche, stehe einer hochdotierten Karriere als Vorstandsvorsitzender absaufender Industriegiganten quasi nichts mehr im Wege. Schwimmen ist, so man sich im Wasser aufhält, sicher nützlich. An Land ist es reizfrei. Dort halten wir uns bevorzugt auf. Ich bin also der Auffassung, dass es für unser Kind dringend notwendig ist, das Setzen, Stellen, Legen ebenso zu lernen wie das Sitzen, Stillen, Liegen, aber natürlich auch das Gehen. Dem Schwimmen maß ich eine eher geringere Bedeutung bei. Doch der Chor hauptamtlicher Eltern und nebenamtlicher Schwimmlehrer, der sich darauf gleich einer Wasserhose erhob, war so misstönend und derartig gewaltig, dass ich mich eines Vormittags mit meinem Sohne in einem durchgefliesten, wasserdichten Kubus
an der sogenannten Schwimmhalle einfand, in der offenbar das ganze Jahr über Warmbadetag herrscht und wo man bisweilen eine vergessene Unterschenkelprothese aus Weichplastik schmatzend von der Wärmebank lösen kann, an der sie infolge der in der Bank wütenden Temperaturen festgeschmolzen war. Wundsekret genäßte Mullbindenreste lugten vorwitzig aus der sonst den Stumpf bergenden Höhlung wie Mettfettfasern aus einem hohlen Zahn. Hier sollten wir nicht sein, eilte es mir durch den Kopf. Just in diesem Moment betrat ein Paar jener Badelatschen den Raum, deren Fixiersteg so hässlich zwischen Groß- und Zeigezehe emporwächst, um sich oberfußig blumengleich mit den seitlichen Halteriemen zu vereinigen und die zu tragen ich zeitlebens aus ästhetischen Gründen vehement abgelehnt hatte. Deren Füllung erwies sich als die Schwimmmeisterin, die ich schon deshalb sofort mit Inbrunst und zur Gänze ablehnte, weil ihre Berufsbezeichnung mittlerweile straflos mit 3M geschrieben werden darf. Sie stellte sich und damit uns als Hilde vor, wobei ich bis heute der Meinung bin, Gerhard oder Klaus hätte besser gepasst. Sie hatte sich schon vor Jahren vom Kopf bis zu den belatschten Füßen in eine Ganzkörper-Neopren-Frischhaltepelle einschweißen lassen, welche ihre weiblichen Attribute wegen des völligen Fehlens derselben nicht extra zu betonen brauchte. Wahrscheinlich waren die bei Frauen ja nicht selten anzutreffenden Erhebungen im oberen Brustbereich einer radikalen Windkanalraison geopfert worden. Oder sie hatte im Zuge einer der in den 70er Jahren erfolgten Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ihre 100 Meter Brust zwar routiniert abgewickelt, ist jedoch versäumt, diese nach Ende der Wettbewerbe sorgfältig wieder aufzurollen. Kurz, sie machte den Eindruck, das Wasser nur in Ausnahmefällen, wie etwa zum Sterben, zu verlassen und diesem Element in beeindruckender Weise angepasst zu sein. Sicherlich spannten sich zwischen ihren Fingern und den Zehen Schwimmhäute, dort natürlich mit einer Aussparung, um den Latschensteg aufzunehmen. Sie konnte bei Bedarf von der Lungen- auf Kiemenatmung umstellen, wenn ich die Hautfalten hinter ihren Ohren richtig interpretierte, und ein glasiger Blick nebst Barteln auf der Oberlippe, die beim Gründeln nach Nahrung im Schlamm sicher unschätzbare Dienste leisteten, rundeten das Bild ab. Schöne Aussichten. Die maritime Erscheinung freute sich über unser aller Erscheinen, fixierte mich und sagte, Sie sollten sich jetzt aber mal ausziehen. Nun war ich aber von der Geschwindigkeit, in der die Dame unsere Beziehung entwickelte, ein wenig überrascht. Man bedenke, wir kannten uns erst nach 2 Minuten. Doch Gott sei Dank meldeten sich doch noch rechtzeitig Reste meines gesunden Menschenverstandes und ließen mich erkennen, dass man sich auch zum Schwimmen seiner Kleidung bis auf einen letzten Rest entledigte. Alle übrigen Anwesenden waren bereits solcher Art gewandet und trugen nackte Kinder auf den Armen. Ich murmelte irgendetwas und begab mich in die Umkleide. Ja, so heißt sowas. Mein Computer kreidet mir, während ich dieses Wort schreibe, einen Grammatik- oder Stilfehler an, indem er das Wort Umkleide grün unterschlängelt. Er war eben nie schwimmen. Ich ziehe mich übrigens ungefähr genauso gern aus, wie ich schwimme. Ich bin der Auffassung, dass mich nur noch Leute, deren Blick emotional stark getrübt ist, oder jene, die mir größeren Summen Geldes schulden, äußerlich als reizvoll betrachten. Dieser Personenkreis ist inzwischen sehr übersichtlich. Er lässt sich ohne Mühe an einem Finger einer Hand abzählen, ohne die dafür ins Feuer legen zu wollen. Ich zeige mich nicht sehr gerne nackt in der Öffentlichkeit. Sollte ich überhaupt über Vorzüge verfügen, lassen sich diese jedenfalls nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Doch meine Miteltern an diesem Vortag schienen durch keinerlei Schamhaftigkeit angekränkelt und präsentierten ihre aufreizend wohlgeformte Körperlichkeit, wenn man den Massengeschmack zugrunde legt, in geradezu schmerzhafter Direktheit. Als Aaron und ich die Schwimmhalle wieder betraten, erstarb das Geblubber der Anwesenden und für einen Moment wünschte ich, ich hätte mir bei Zeiten eine andere Badehose zugelegt. Die meine hatte die Farbe alten Spinats und trug am Bund noch den Seepferdchenaufnäher, auf den ich vor nicht einmal 30 Jahren so stolz gewesen war. Dieser war allerdings nur zu einem Drittel sichtbar, da er von der leichten korporalen Ausstülpung, welche für Unkundige und Interessierte meine Körpermitte markiert, verdeckt wurde. Dafür habe ich allerdings sehr dünne Beine. Das mögen auch nicht viele. Zudem halte ich einen Waschbrettbau für eine weithin sichtbare Mangelerscheinung des Charakters. Doch der Hühne, dem ich meine diesbezüglichen Überlegungen mitteilte, maß mich mit einem Blick, der mich zoologisch auf eine Stufe mit den Fadenwürmern stellte, kratzte sich so ostentativ am Ohr, dass es seinen fast sexuell anschwellenden Bizeps, der zur Bestückung meiner beiden Oberschenkel locker ausgereicht hätte, eingehend betrachten konnte und warf dann seine Tochter in hohem Bogen ins Wasser. Das Kind tauchte ab und nicht wieder auf. Vielleicht hatte er zu Hause noch einige andere baugleiche Exemplare, sodass der Verlust dieses einen nicht so sehr schmerzte. Ich nannte ihn im Stillen Mark Spitz.
Außer ihm waren noch die zombieesken Wiedergänger von Franziska aus Almsick, Michael Groß, Johnny Weissmüller, Esther Williams und Großadmiral Dönitz mit ihren Kindern anwesend. Wir beide, mein Sohn und ich, waren die beiden einzigen nicht-maritimen, ganz und gar unaquanautischen Lebewesen in der Schwimmhalle. Die Schwimmmeisterin war bereits, ohne auch nur eine Kräuselung der Wasseroberfläche verursacht zu haben, also gleich einer Muräne in das Becken getaucht. Nun warfen die anderen Meeresbewohner ihren Laich ins Wasser. Kleinkinder haben, glaubt man der Fachliteratur, einen Tauchreflex, der es ihnen ermöglicht, automatisch die Luft anzuhalten, geraten sie mit dem Kopf unter Wasser. Dummerweise wissen Kleinkinder davon nichts, weil sie nicht lesen können. Könnten sie lesen, lesen sie keine Fachliteratur. Auch geraten sie nur mit dem Kopf unter Wasser, wenn völlig verantwortungslose Elternteile sie untertauchen. Ich sag's mal ganz langsam, der Mensch hat die Meere der Welt bereits vor etlichen Millionen Jahren verlassen. Und dafür gab es damals sicherlich etliche sehr, sehr gute Gründe. Und die haben bis heute nichts von ihrer Güte eingebüßt. Aber erklären Sie das mal einem Michael Groß. Ich prüfte mit meinem Sohn auf dem Arm die Wassertemperatur durch Eintauchen der großen Zehe und stellte fest, dass diese Temperatur knapp über der einer handelsüblichen Urinprobe lag. Erfrieren würden wir also vor dem Ertrinken nicht. Das war tröstlich. Ich stieg ins Becken, meinen Sohn an mich gepresst, während dieser mich mit dem Blick »Papa, wir sollten da nicht reingehen« ansah. Allein die Nixe kommandierte uns Blasenwerfen in die Mitte des Beckens, wo wir im Kreise der Mitschwimmer das Lied von den 10 kleinen Zappelmännern zu singen hatten. Irre Submarine pflügten im Gleichtakt durch das aufgewühlte Nass und hielten ihre vor Schreck starren Nachkömmlinge abwechselnd über und unter die Wasserlinie, wobei ihre Gesichter jene Verzückung widerspiegelte, die der Seekuh eignet, wenn sie Kelb abweidet. Kinderlieder sind schon auf dem Trockenen schwer auszuhalten. In kindtiefem Wasser allerdings, mit Kindern im Arm, denen die splitternackte Angst ins Gesicht geschrieben steht und die vom sicheren Tod durch das Singen abgelenkt werden sollen, entbehren sie jeglicher Schönheit und gewinnen im Sekundentakt an Dissonanz. Auch war das Singen nicht die Stärke der maritimen Vorturnerin. Was Wunder, tauschte sie sich sicher mit Artgenossen sonst im Ultraschallbereich aus. Eine Frequenz, die aus vielen guten Gründen für das menschliche Ohr nicht hörbar ist. Dieses Geplärre, das wohl in einem Krötenteich während der Ranzzeit angebracht gewesen wäre, in Tateinheit mit hektischem Gehopse, das ja, dieweil es im Wasser stattfand, Seegang generierte, und der Anwesenheit von 16 Kubikmetern Urinersatz in Stahlblau, nährten in uns den dringenden Wunsch nach einem Landgang. Allein die Berufsschwimmerin durchkreuzte unsere diesbezüglichen Pläne, indem sie uns, mein Sohn und mich, als Vorturner für die nächste Übung auswählte. Wir mussten in die Mitte des Kreises rudern, wofür ich eigentlich recht dankbar war, hatte doch der Spross von Janne Weissmüller dem fließenden Umsäuseln in Körpertemperatur nicht länger standhalten können und sich in die ihn und uns umgebende Flüssigkeit gelöst. Eine warme Wolke umwehte mich und das in einer Ausdehnung, dass ich auch hinsichtlich der Manieren des Vaters Vorbehalte zu entwickeln begann. Aber es soll ja gut für die Haut sein, wenn man Carmen Thomas glauben will, die ja den Mittelstrahl Mitte der 80er endlich wieder gesellschaftsfähig machte. Im Kreise der Thomas-Jünger angekommen, wurde mir mein widerstrebender Sohn aus den Armen gewunden und zum Entzücken aller außer meinem in die Luft gehalten und anschließend fallen gelassen. Sein Angstschrei verklang gurgelnd, als er hinabtauchte. Das war des Schlechten entschieden zu viel. Ich tauchte ihm nach und konnte ihn eben davor bewahren, in den Schredderrotor der Filteranlage des Beckens gesogen zu werden. Er klammerte sich an mich und war in diesem Moment so gar nicht für die Schönheiten der Unterwasserwelt zu begeistern, obwohl sich hier dem Auge allerhand bot. Einzelne alte Heftpflaster segelten dem großen Manta in seiner Eleganz nicht unähnlich, in ruhiger Majestät durch das sich brechende Licht. Feine Haarbüschel zeichneten zarte Arabesken auf die bemoosten Kacheln des Bodens und Hautschuppen bildeten mit Fußnägeln komplizierte Muster im Sediment. Ich bemühte mich, den Boden nicht zu berühren, um nichts aufzustören, was sich der Beschreibung vielleicht entzog, und suchte den Beinkäfig, in dem wir uns immer noch befanden, zu entkommen. Ich schwamm unter Großadmiral Dönitz hindurch, der seine Beine freundlicherweise gespreizt hatte, noch ohne sich zu lösen, und tauchte weit hinter dem Elternschwarm wieder auf. Mein Sohn hielt sich prächtig. Er musste auf irgendeine Weise von dem Tauchreflex erfahren haben. Ans Ufer zu gelangen, war unmöglich. Auf dem Weg dorthin hielten die Petri-Jünger nach wie vor ihr Ding ab. Der Rückweg also war versperrt. Blieb nur das offene Wasser. Ich schulterte meinen Sohn und begann in kräftigen Zügen zu schwimmen. Die Küste Hollands konnte nicht weit sein. Eine Schule junger Tümmler umtanzte uns auf unserem Weg nach Norden.
Ein russischer Frachter kam auf, grüßte mit tiefem Hornton und passierte uns. Der Kapitän winkte von der Brücke. Ich grüßte zurück. So machte man das auf See. Man war höflich zueinander und stand sich bei, obwohl das Beistehen in tiefem Wasser für Nichtschwimmer nicht ungefährlich ist. Aaron wird schwimmen lernen. Irgendwann. Und warum nicht in Holland? Ich war 4 Jahre Jugendtrainer und das war eine sehr intensive Zeit, kann man sich ja vielleicht vorstellen. Weil, wie bin ich dazu gekommen? Nicht weil, sondern wie bin ich dazu gekommen? Wie wird mein Jugendtrainer? Natürlich in erster Linie, die haben keinen anderen gefunden. Mein älterer Sohn hatte tatsächlich bei den Minikickern erst einen Zahnarzt, der unerträglich war. Dann hat er einen gehabt, der war gut. Und dann hat er einen gehabt, der meinte, die sind nicht hart genug, die schießen vor allem nicht hart genug. Und deshalb hat der mit E-Jugendlichen Torschusstraining mit Medizinbällen gemacht. Da wäre sogar Felix Magath blass geworden. Und die haben dann alle irgendwann keine Lust mehr gehabt und der Typ dann auch nicht, und weil ihm das alles zu weich wurde. Und dann hatten die ein halbes Jahr gar keinen Trainer. Vorbeikommende Passanten haben da Training geleitet und so. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache das mal ein paar Wochen und dann suche ich irgendwie einen Sportstudenten, irgendwie wen finde ich schon, der mir das wieder abnimmt. Dann hat das aber so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich das 4 Jahre lang gemacht. Und man erlebt natürlich auch super Sachen mit den Jungs. Ich hatte so eine Multikulti-Truppe, türkischstämmige Libanesen, Russen, Italiener, Deutsche, Albaner, alles durch. Super. Eine der tollsten Sachen war der albanische Slivovic, den mir einer der Väter zu Weihnachten geschenkt hat. Habe ich zum Teil heute noch, weil man den langsam genießen muss, sagen wir mal so. So, mein Lieblingsspieler in der E-Jugend schon war Yusuf. Yusuf stand gut im Strumpf, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und Yusuf hatte immer einen Spruch auf Lager. Er erinnerte mich so ein bisschen an mich in dem Alter. Und Yusuf hat ein paar Dinge rausgehauen. Da haben wir zum Beispiel Pokalspiel gehabt gegen den SV Phoenix. Da waren wir immer besonders motiviert, denn die spielten in Schwarz-Gelb. Und es war so ein legendäres Spiel, wo wir 1-0 hinten lagen. Dann haben wir trotzdem noch 2-1 gewonnen. Spiele, die man so dreht, herrlich. Und dann mutierten nach dem Spiel meine 11-jährigen Kampfmaschinen wieder zu 11-jährigen Kindern und hängten noch eine Runde Fangen-Verstecken an. Und der Sportkamerad Kerem versteckte sich in einer Mülltonne. Genauer gesagt in einer großen Papiertonne. Also jetzt nicht eine richtige Mülltonne, sondern so eine Papiertonne mit diesem großen Schiebedeckel da. So, dann kam Yusuf zu mir und sagte, guck mal Frank, der Kerem ist schon zu Hause. Oder ein anderes Mal, da hatten wir ein Turnier. Und zwar bei uns bei Arminia. Und ich wollte immer, dass die bei Turnieren zwischen zwei Spielen kein Junkfood futtern. Ich bin da nicht so super streng. Ich habe dann nach dem Turnier oder nach den Spielen habe ich die Pommes auch ausgegeben, alles kein Ding. Aber nicht zwischen zwei Spielen. So ein bisschen, wir werden Ihnen ja den Zusammenhang zwischen Sport und Ernährung schon näher bringen. So, und dann habe ich mich vor dem Turnier in der Kabine aufgebaut und habe gesagt, pass auf Leute, ihr sollt kein Junkfood futtern, deshalb haben wir Essen mitgebracht. Wir haben Bananen mitgebracht, wir haben Brötchen mitgebracht. Die Brötchen sind belegt mit Käse und mit Wurst. Natürlich nicht mit Schweinefleisch. Und einer so, Schweinefleisch. Ja, sage ich, es gibt Menschen, die essen bestimmte Dinge aus religiösen Gründen nicht. Da sagte Yusuf, ja, ich esse keine Bananen. Das konnte sich sehen und hören lassen. Da hatte ich doch großen Spaß. Und was erlebt man? Man erlebt bestimmte Dinge nur beim Jugendfußball. Also ich glaube nicht, dass Pep Guardiola oder Jürgen Klopp, dass die folgende Situation erlebt hätten. In der Saison, wo wir dann auch am Ende abgestiegen sind, wo ganz klar war, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Noch nicht mal mehr per WhatsApp. Da ist was passiert. Ja, WhatsApp, du hast nur über WhatsApp mit denen kommuniziert. Also schon mal auch gesprochen. Ne? Und übrigens, weil mir gerade bei der Sache einfällt, die Sache mit den Beleidigungen, so ich fick deine Mutter und so. Ne? Ist mir irgendwann mal der Kragen geplatzt und ich habe zu einem Spieler gesagt, pass auf, du gehst jetzt nach Hause und du kommst erst wieder, wenn du das mit der Mutter durchgezogen hast. Und original kriege ich nach drei Tagen eine WhatsApp. Wirklich war, ey Trainer, mit der Mutter bin ich fertig, kann ich wieder Training? Das sind natürlich Momente. Das sind große Geschenke. Aber folgendes, C-Jugend, da kam ich auch mit dem, was ich über Fußball weiß, dann doch an meine Grenzen. Und wir haben als jungen Jahrgang zum Teil gegen Altjahrgänge gespielt, wo Leute drin waren, die waren 1,90 oder so. Und ich hatte vor allem so Spieler, wo die Mütter in der Schwangerschaft geraucht haben. Also die wurden irgendwie nicht richtig groß. Also konntest du ziehen und machen, wie du willst, war nichts. So, und dann haben wir die letzte Saison gegen den Abstieg gespielt, hat hinterher nicht geklappt. Und da war ein Spiel, wo ich dachte, oh, heute gibt es wieder mindestens 6 Stück. Und
Das sah dann aber kurz vor Schluss ganz gut aus, stand 2-2. Und waren noch 10 Minuten zu spielen und ich dachte, super, wir nehmen hier einen Punkt mit. Wir waren zwar voll unter Druck, aber vielleicht kriegen wir das über die Zeit. Und dann auf einmal Leon, einer meiner besten Spieler, wird in der Abwehr gebraucht, wie nichts Gutes. Ne? Sagt auf einmal, Frank! Ich denke, was, wieso muss der jetzt raus, was ist los? Und da sage ich zu einem anderen Vater, der Arzt ist, hier, guck mal, was der hat, ob der verletzt ist oder was. Ne? Spiel ging dann da weiter, ich gucke dann da und der Vater sagt, ja, der kommt aber gar nicht hier hin. Sag ich, wieso? Gucke ich darüber. Da lief der zu seiner Mutter. Die hatte den ausgewechselt. Und wieso? Weil sie Hausschlüssel vergessen hatte. Meine Reaktion war deutlich anzusehen, ich war nicht erfreut. Da kommt die, obwohl sie keine Zeit hatte, noch um den halben Platz rum und sagt, was regst du dich denn auf, das war das erste Mal. Mir fällt bis heute dazu keine Pointe ein. Der hat den ausgewechselt, weil er den scheiß Hausschlüssel vergessen hat. Ich sage, komm doch hier hin, ich weiß doch, dass du die Mutter bist. Dann gehst du an seine Tasche. Aber es gibt Leute, denen kannst du sowas nicht, klar machen. Also solche Sachen habe ich da erlebt, das war schon eine schöne Zeit. Fußball findet ja praktisch überall statt und Fußballfans kommen sehr gerne in meine Programme und machen sich richtig schick. Da dürfen sie nämlich mal ins Theater gehen und ihre Trikots anziehen. Folgende wahre Szene im Hofgartentheater in Aschaffenburg. Sicher einigen Anwesenden hier bekannt. Hofgartentheater Aschaffenburg. Ich komme raus, sitzen in der ersten Reihe drei Typen in Schalke-Trikots. Da sage ich, ich kann so nicht arbeiten, ich reise ab. Das ist ein beliebter Spruch bei mir. Habe ich aber wirklich immer, bin ja wieder von der Bühne gegangen und dachte dann so für eine Sekunde, scheiße, jetzt bist du vor der Bühne, jetzt muss ja irgendwie wieder rauskommen. Muss ja doch noch heute abliefern. Ne? Die taten mir dann aber den Gefallen zu singen, Schalke ist der geilste Club der Welt. Das konnte ich natürlich nicht unwidersprochen stehen lassen. Bin wieder rausgegangen und habe mir mit denen so ein kleines Battle geliefert. Und da wurde dann auch den Rotweinsäufern im Publikum klar, was ihnen für einen Abend bevorstehen sollte. Das ist ja so ein Kabaretttheater, wo dann die Männer so reinkommen mit dem Jackett so Rolf Hochhut-mäßig über die Schulter geworfen und so ein Glas Rotwein in den Saal balancierend. Ne? Aber denen war dann auch klar, was hier jetzt, wie es hier jetzt abgehen würde im Hofgartentheater in Aschaffenburg. Andere Sache, Heidelberg. Da hat extra mal einer, als der VfL in Hoffenheim gespielt hat, einen Auftritt mit mir organisiert im Hinterzimmer einer Kneipe in Heidelberg. Und Eintrittsvoraussetzung war, mal abgesehen davon, dass die Leute bezahlen mussten, jeder musste ein Trikot anziehen. Und da haben sich auch eigentlich alle dran gehalten, waren so 80 bis 100 Leute, nur einer nicht. Und irgendwann spreche ich den während der Veranstaltung an, sage, alle haben Trikot an, wieso du denn nicht? Ja, sagt er, wäre eine blöde Geschichte und er hat eigentlich immer nur ein Trikot angezogen. Und weil das hat ihm so viel bedeutet. Ein Trikot aus der Saison, wo der erste FC Kaiserslautern aus der zweiten Liga aufgestiegen ist und sofort als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist. Ja, sag ich, das ist auch wirklich ein spezielles Trikot, da kann ich verstehen. Was ist denn damit passiert? Ja, sagt, er hätte gerade eine problematische Trennung hinter sich gebracht und die Frau hätte das Trikot verbrannt. Ein Sturm brach los. 80 bis 100 Fußballfans waren sofort bereit, sich jetzt Mistgabeln zu schnappen und der Olle auf die Pelle zu rücken. Ne? Die haben sofort, aber auch nicht witzig oder so, die waren wirklich alle völlig fertig. Ne? Und dann sage ich, ja, das ist ja wirklich fürchterlich. Was hast du denn? Du musstest doch darauf reagieren. Was hast du denn dann gemacht? Da grinste er und sagte, alle ihre anderen Klamotten verbrannt. Da gab es da 10 Applaus, den ich mir bei meinen Nummern da zum Teil gewünscht hätte. Und dann wirklich auch absolut wahr, nach dem Auftritt stehe ich mit dem Typen zusammen und noch 2, 3 anderen. Und da kommt einer an, und auch das sind Fußballfans, kommt an, hat quasi Tränen in den Augen und sagt zu dem, hör mal, ich habe die Geschichte gehört, ich kann das nicht fassen. Ich habe noch ein Trikot aus der Saison, das schenke ich dir. Und da standen wir alle da und haben fast Tränen in den Augen gehabt. Gut, wir waren auch schon ein bisschen angetrunken, aber die Trikots sind für Fußballfans tatsächlich sehr wichtig. Und deshalb habe ich mal ein paar mitgebracht. Wir wollen ja optisch auch ein bisschen was bieten. Ich habe hier einen formschönen Karton mitgebracht und als erstes habe ich mal, warte mal, wir drehen das mal so, wir wollen ja keine Werbung machen. Als erstes mal habe ich mal ein legendäres Trikot des VfL Bochum mitgebracht, da können sich viele noch erinnern, obwohl sie es nicht möchten, das legendäre Faber-Trikot. Allerdings muss man sagen, natürlich sensationelle Saison, eben 1997, ne, UEFA Cup. Und man sieht hier, dass das hier vorne drauf unglaublich hart ist. Das ist ein richtig hartes Stickzeugs. Und das hat den Spielern tatsächlich, das erzählen die sehr gerne, über die Brustwarzen aufgeribbelt. Ne? Und die liefen damit zum Teil mit blutigen Brustwarzen rum und haben die sich dann abgeklebt. Das war aber kein Zufall. Man hätte das ja damals auch schon anders da anbringen können. Das hat Faber deshalb gemacht,
damit das nicht verknickt, damit es also auch, wenn die im Zweikampf sind und dann davon ein Foto gemacht wird, in der Zeitung und im Fernsehen schön zu sehen ist. Also das gilt ja als besonders scheußliches Trikot, aber irgendwie auch Kult, weil es einfach eine geile Mannschaft war, die damals gespielt hat und immerhin bis in die dritte Runde des UEFA Cups vorgedrungen. Nicht, weil sie so geil gespielt haben, auch das haben sie auch gemacht, aber natürlich haben sich auch die Gegner zum Teil über die Trikots kaputt gelacht. Und wenn ich damals einen Bochumer Spieler in der Innenstadt gesehen habe, wollte ich immer hinterherrufen, Lora! Lora! Kleiner Spaß. So, und es hat lange gedauert, bis wir dann ein ähnlich hässliches Trikot bekommen haben. Das hat dann aber Maßstäbe gesetzt. Ein Trikot, das die Mannschaft nur dreimal getragen hat und ich weiß von vielen Spielern aus Protest, unter Protest, dreimal getragen, kein einziges Tor in diesen Trikots erzielt, was man sehr gut verstehen kann, man das hier sieht. Mein Gott. Das war das legendäre magentafarbene Ausweichtrikot. Von der Firma Do You Football, die mit einem gewissen Recht pleite gegangen ist. Also das ist wirklich, das ist schon wirklich der absolute Knaller. Dann haben die sich mal gedacht, wir machen mal richtig Marketing und das fand ich eigentlich von der Idee her ganz cool, alles so ein bisschen am Thema Western aufzuziehen. Ich bin großer Western-Fan und da gab es dann eben Trikots, die sahen aus wie Jeanshemden. Ist jetzt selber gar nicht so spektakulär, die waren dann so ein bisschen Western-mäßig, sollte das aussehen. Die waren aber nur echt oder richtig, meiner Ansicht nach, wenn man sich auch den richtigen Spielernamen drauf hat machen lassen, nämlich Cartwright. Das ist jetzt das Trikot von Hoss, wie man sehen kann. Ja, eigentlich eine schöne Idee. Und von der gleichen Firma gab es dann auch ein Trikot. Wir hatten Mannschaften, die standen jetzt nicht so in dem Ruf, permanent Gras zu fressen. Der Kumpel, von dem ich eingangs erzählt habe, der am Telefon sagt, wo ist denn der Papst am Sonntag in der Kirche oder im Puff? Der ist mit mir zur Schule gegangen und der war jetzt nicht der Techniker, aber wenn wir mit dem Sportunterricht fertig waren, da musste immer neues Linoleum verlegt werden, weil der an der Linie so eine Brandspur gezogen hatte. Und das fordert er eigentlich von den Spielern. Und da werden die Trikots schon mal dreckig. Das passierte beim VfL aber nicht immer. Und deshalb hat man Trikots mal aufgelegt, wo der Dreck eingearbeitet war. Wo der Dreck in die weißen Streifen eingearbeitet war. Damit es nach ehrlicher Arbeit aussieht. Das ist, würde ich sagen, schon fast eine Bankrotterklärung. So, und das nächste ist ein T-Shirt, nicht kein Trikot, was für ein großartiges Spiel steht. Und zwar fand am 27. April 2007 eines der tollsten Spiele überhaupt statt. Durch Zufall auf den Tag genau 27 Jahre nach meiner Konfirmation. Ich kann mir so einen Scheiß merken. So, Schalke wollte deutscher Meister werden und hatten damals auch tatsächlich die Chance dazu und kamen zu uns ins Stadion, also war noch erste Liga, und hatten alle weiße T-Shirts an, auf denen stand Nordkurve in deiner Stadt. Also das klang ein bisschen nach Besetzung und waren auch, oder Besatzung, und waren auch so 10.000 Gelsenkirchen, also die Westkurve war komplett weiß. Dann war das ein unfassbares Spiel, dass wir 2-1 gewonnen haben. Also wir waren komplett zerrüttet am Ende dieses Spiels. Die Reportage von Günter Pohl, die letzten 6 Minuten, Herr Kircher, haben Sie ein Herz für den Underdog, ist Legende geworden. Und tatsächlich haben wir das Spiel dann 2-1 gewonnen und dann weiß ich noch ungefähr eine Stunde, was ich gemacht habe und dann 3 Tage nichts mehr. Was hat mein Verein gemacht, Nordkurve in deiner Stadt, hat dann kurz danach, weil wir ja 2-1 gewonnen haben und Schalke nicht Meister geworden ist, dieses T-Shirt gemacht, nicht in meiner Stadt. 2-1, 27. April 2007. Das ist schon schön. So, und was manchmal nervt auf den Trikots, das sind ja die Sponsorenaufdrucke. Vor allem, wenn die Sponsoren extrem uncool sind. Firmen, die ihre Leute, ihre Mitarbeiter auf der Toilette filmen und was weiß ich alles. Und dann habe ich mal ein Video gemacht, das kann man noch irgendwo finden, wo ich mir eine Chemikalie besorgt habe, um dieses sehr hartnäckige Zeug abzukriegen und durch etwas zu ersetzen, was man durchaus auch auf so ein Trikot machen kann, um seine Verbundenheit, seine geradezu religiöse Verbundenheit zum Verein unter Beweis zu stellen. Dabei ist das hier herausgekommen, das Herz im Strahlenkranz. Ich finde, damit kann man sich sehen lassen. Dann sollte man natürlich auch immer ein paar internationale Trikots im Petto haben. Jeder sollte, das ist jetzt nicht spektakulär, aber ich finde, muss man einfach nur zeigen, jeder sollte ein Trikot der stolzen brasilianischen Nationalmannschaft im Schrank haben, einfach, weil es sich so gehört.
Apropos Länderspiele, ich habe ja, als meine Kinder sich anfingen für Fußball zu interessieren, gesagt, ja, Länderspiele ist alles nicht so wichtig, da geht auch meistens nicht die Luzi ab, weil ich bin ja mit einem eher rustikalen Stil der deutschen Nationalmannschaft groß geworden und in den 90ern war es ja zum Teil überhaupt nicht zum Angucken, war der absolute Tiefpunkt, der tiefste Tiefpunkt, Rudi Völler, Anfang 2002 war er dann, okay. Aber dann kamen ja der Jürgen und der Yogi und es wurde alles besser. Und 2014 sind sie Weltmeister geworden, aber 2010 haben sie die geilen Spiele gemacht gegen Argentinien und gegen England, wo ja tatsächlich das zweite Wembley-Tor gefallen ist. Nur eben nicht in Wembley, sondern in Südafrika. Wo man ganz deutlich gesehen hat, der Ball ist hinter Manuel Neuer eingeschlagen, aber Schiri sagte, ach komm, ich denke jetzt mal 1966, ist egal. Dann ein großartiges Spiel und wir haben 4-1, ich sag schon wir, also die haben 4-1 gegen England gewonnen und das musste dann auf so ein Trikot. Ne? Nicht nur vorne, sondern auch hinten. 27.06.2010, 1-4. Würde ich jetzt in England nicht unbedingt anziehen. So, und als letztes ein Trikot, das aus Spanien kommt. Wir haben Freunde in Alicante. Warum und wieso ist jetzt egal, aber in Alicante, da fahren wir dann manchmal hin und ich bemühe mich dann auch, in solchen Orten Spiele zu sehen. Der Verein in Alicante heißt Hercules Alicante und das ist dieses Trikot, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Was ich ganz interessant finde, ist, das ist von der Provinz Valenciana in alle Gemeinden, die dazugehören, hier da drauf gedruckt, das hat schon was Verbindendes. Das ist also das Trikot von Hercules Alicante. Ich habe zwei Spiele von Hercules Alicante gesehen. Einmal spielten sie gegen den Abstieg in der ersten und einmal gegen den Abstieg in der zweiten Liga. Beim zweiten Mal war es so, dass sich eine Mannschaft aus dem Norden Spaniens angesagt hatte, Ponferradina, 5000 Seelendorf irgendwo im Norden, da hatte ich noch nie von gehört. Und mein Kumpel in Spanien schleppte mich damit hin. Ich guckte mir wieder an, wie die Pipas gefuttert haben. Das sind so Kerne, die, wo richtige Profis das Innenleben rausbekommen aus der Hülle und die Hülle dann ausspucken. Also machen die alles im Mund. Ich kriege das mit der Kneifzange nicht hin, aber die machen das nur mit der Zunge und den Zähnen. So, und dann liegen hinterher immer so die Pipa-Haufen da, die Pipas-Haufen da so rum. So, jetzt war das so eine Tribüne wie bei uns, also Leute, die dann alles ernst nehmen, aber auch mal einen Spaß machen können. Ich ging natürlich in Schulterschluss mit meinem spanischen Kumpel und mir war völlig klar, Ponferradina, das sind alles Hurensöhne. Die sind ja das Gras nicht wert, auf dem die da laufen. Ne? So, was tatsächlich aber der Fall war, die lagen ständig am Boden. Die haben ständig markiert. Die haben immer den sterbenden Schwan markiert. Und da ging den Leuten um uns herum total auf die Nerven. Und ich spreche ja kein Spanisch, habe mir dann aber den besten Spruch übersetzen lassen. Irgendwann so 75. Minute wälzte sich schon wieder so ein Ponferradina-Arschloch da am Boden. Ne? Und da sprang so ein Opa, grundlos wälzte er sich am Boden, da musste man noch mal kurz festhalten, sprang so ein Opa drei Reihen hinter mir auf und brüllte, Pegalo un tiro para que no sufra, was so viel heißt wie, er schießt ihn, damit er nicht leiden muss. Das fand ich gut. Da hätte mir doch, den Spruch habe ich versucht, in Bochum dann auch anzubringen. Ich warte, bis sich die Begeisterung gelegt hat. Und dann haben wir großes Glück. Und einer weiteren kurzweiligen Episode aus der Serie Deutschland, Land, 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 Land der Ideen. Gemeinden aus NRW und ihre Einfälle wartet. Heute Waltrop. Danke, Waltrop. Waltrop hieß früher Waltran und wurde lange als Brennstoff für die Straßenbeleuchtung in Datteln herangezogen. Das missfiel vielen Waltranern. Als Waltran dann eine eigene Straße hatte, erleuchtete es diese im Gegenzug mit Glühdatteln. Diese wurden später dann in Glühbirnen umbenannt, wie Waltran dann in Waltrop. Der Vorstoß von Datteln sich in Nüsse umzubenennen. Ich beginne von vorn. Der Vorstoß von Datteln sich in Nüsse umzubenennen ging ins Leere. Das ist in der Gegend von Selm. Ich kann auch nichts dafür. Bitte. In Waltrop leben einige Waltropper und Waltropperinnen mit ihren Waltröppchen. Es gibt Häuser und manchmal sogar Wetter. So, ruhig, beruhigen Sie sich. So viel zur Gemeinde. Jetzt zur Idee, ist auch für mich nicht einfach. Also, lange schon suchten die Waltropper nach einem angemessenen Heim für ihre expertenrätselaufgebende Kunstsammlung, die bis dato in der ehemaligen Pferdepathologie der Abdeckerei Schulte-Boxberg zwischen Fohlenpräparaten und Zahnformel in Druckkunst in völliger Dunkelheit ein Schattendasein fristete. Die Sammlung
Des 1972 unter ungeklärten Umständen verschwundenen Waldropper Unternehmers und Misanthropen Harm Utz Rösner. Eines Mannes, der jahrzehntelang versucht hatte, ein Ceranfeld zu beackern, um dort eine den Landwirt befriedigende Fruchtfolge leistungsfördernder Cerealien wie Weizen und Mais zu installieren. Dessen Sammlung also sollte einen würdigeren Platz erhalten. Das war die Meinung aller. Bei den drei die Sammlung bildenden Kunstwerken handelt es sich um einen Pfund Stahlnägel in einer Tüte mit dem Titel Oder acht Schrauben. Des Weiteren um die Assemblage Beutel voll der Liebe Tod, bestehend aus einem weißen Leinensack mit der Aufschrift Molorus und einer am Knie gerissenen langen Unterhose, sowie einem Gemälde in Mischtechnik, Acryl und Ölfarbe auf Sacklein mit dem Titel 50 Kilo beste Bohne. Alles in allem also Exponate, die in ihrer stupend miserablen Ausführung und ehrfurchtgebietenden Bedeutungslosigkeit nie und nimmer der Öffentlichkeit präsentiert werden dürfen, will Waltrop nicht irreparablen Schaden an Image und Tourismus erleiden. Auch das die übereinstimmende Meinung aller. Kunst haben, aber niemanden damit belästigen. Ein schöner Ansatz. Ergo gründete man die Waltropper Kryptothek, die einzig ständig geschlossene Ausstellung Deutschlands. Und weil diese nicht eröffnet werden muss, erspart man sich nicht nur sedierende Ansprachen zwielichtiger Existenzen wie Kommunalpolitiker und Kunstdiakone, sondern auch noch ein kaltes Buffet aus Datteln. Na also, der gute Vorschlag setzt sich durch. Ideenspiele NRW. Manchmal ist es so einfach. So, nach diesem kurzen Exkurs ist es nun an der Zeit. Wie Sie wissen, feiern wir in wenigen Wochen, oder ich fange anders an, wie ihr wisst, feiern wir in wenigen Wochen den Monat des schlechten Wortspiels. Und zu diesem Anlass habe ich auch im Gedenken an, das muss ich sagen, das Schöne war, mit Gosi kann man schlechte Wortspiele machen. Es gibt wenige, die das aushalten. Ich habe es gelernt, mit dir da einfach durchzugehen. Und es, einer, der es auch gut kann, ist Thomas Zebreuer. Der besteht zu mehreren 100% aus sehr schlechten Wortspielen. Aber die sind so komisch, dass man manchmal unter sich aufwischen muss. Und ich habe gedacht, als Würdigung dieser beiden Eckdaten ist ja nun folgender Text zu verstehen. Er trägt den sanften Titel »Waldige Überlegungen«. Schon der Germane, jene fellverbrämte, bieraspirierende Läusesiedlung, hielt in Ermangelung von Kirchenbauten und besseren Wissens den Wald für den Sitz der Götter und deren Macht. Da der Germane sich bis heute den Göttern ebenbürtig fühlt, setzt er sich seitdem in den Wald und macht, wie man an Autobahnraststätten, die an einem Waldrand liegen, sehr schön sehen kann. Wie schon das Sprichwort ganz richtig sagt, wie man in den Wald reinmacht, so schallt es auch heraus. Kein Wunder also, dass der dann sauer wird und eingeht. Den Wald kennen heißt vor allem, etwas vom Wald wissen. Und das tut gut und Not. Denn so, wie er mal war, ist er schon lange nicht mehr. Gemischt, vielblättrig, alt, waldläufig und weise. Von vielerlei scheuem Getier bewohnt Heimat seltener Blumen und Bühne von Rothirsch und Auerhahn, die sich röhrend und kollernd in hormoneller Verblendung dem jeweiligen Weibe nähern. Nein! Die Götter haben die Fichtenfarmen, die den Wald ja hierzulande ersetzen, ein getreues Abbild sauerländischer Gedankenarmut, längst verlassen und Beamten den polnischen Geländewagen Platz gemacht. Ganz anders da, Bochum. Jener Ort, der seinerzeit um ein berühmtes Bergbaumuseum Marun in waldiger Umgebung angelegt wurde. Wo das Museum aufhört, beginnt der Wald, richtiger Wald, soweit die Augen tragen. Hier herrscht verhaltene Ruhe, aber auch gespannte Erwartung. Oder gespannte Ruhe und verhaltene Erwartung. Oder vielleicht auch einfach ruhige Verhaltung und erwartete Spannung. Wer will das beurteilen? Noch kann ja keiner sehen, was ihnen an der Birke vorgeht, ohne sie zu fällen. Ganz gezweige denn in einer Esche. 2020, das Jahr des schlechten Wortspiels, wie das des Mischwaldes, gipfelt nun nach einem Monat des Geästs. Sie erinnern sich, wir berichteten aus der Krone einer Kastanie in Holzminden und der Woche der Wurzel, die wir in der Einzimmerschonung Stefan Zweigs verbrachten, demnächst wieder im Tag des Baumes. Übrigens ergeben 7 Tage des Baumes rein rechnerisch eine Woche des Waldes, wie jeder weiß, der schon mal abends eine Morgenlatte hatte. Was auch immer das im Einzelnen zu bedeuten hat. Wie auch immer, wie aber sieht er nun eigentlich aus, so ein Tag des Baumes, also für den Baum? Gängige Nadelgehölze erwachen bereits in den frühen Morgenstunden, nehmen ein fragiles Frühstück aus Mineralien, Wasser und Mineralien ein und spülen mit einem Schluck Wasser nach. Nach einer kurzen Extremitätenpflege mit Astschere und Nadelfeile verabschieden sich die Berufstätigen von ihren Lieben und gehen vorwiegend Beschäftigungen im Dienstleistungsbereich, im Winter steht Laubsägen auf dem Programm, oder in der Möbelindustrie nach,
während die Daheimgebliebenen den Wald fegen und die Kleinen geordnet in die Baumschule bringen. Die Halbwüchsigen stehen in einer Schonung in kleinen Gruppen beieinander und rauchen, einige sogar Zigaretten. Einer steht Föhre, um vor dem Förster zu warnen. Gegen 10 Uhr erwachen die Laubbäume und das Unterholz. Nach ausgiebiger Stamm- und Blattpflege steht man ruhig beieinander und bespricht die Ereignisse des Vortages. Das sanfte Gewisper wird nur ab und an durch die mahlenden Kaugeräusche der Esskastanien unterbrochen. Die sind Vegetarier. Anders die Rosskastanien, die unter den gestiegenen Pferdepreisen leiden und deshalb oft hungrig bleiben, aber die Äste vom Vortag essen müssen. Espen fröspeln in der Morgenkühle, eine Birke murmelt etwas von Luftveränderung und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Verständlich, da die Brettervorhersage Sägen angekündigt hatte. Alles in allem aber beeindruckt hier die Ruhe. Da kann sich so manch ein hektisch getriebener Großstädter eine Eibe von abschneiden. Pappeln rappeln, Eichen weichen, Buchen fluchen und an der blinden Linde wird etwas ulmig. Vermutlich hat sie sich bei einem der Kleinen angesteckt, die Maserungen grassieren zurzeit. Hier könnte ein Spaliergang Wunder wirken. Eschen springen in die Beschen, ohne die Föhren zu stören. Ältere Bäume werden in Stammheimen liebevoll gehegt, bis sie zu Brett gehen. Zur allgemeinen Zerstreuung werden bisweilen Furniere veranstaltet. Dort können gerade die Jüngeren in sportlichem Spiel ihre Säfte messen. Fichten spielen sich untereinander mal einen harmlosen Zapfenstreich. Und bisweilen kippt man sich abends in trauter Runde auch mal einen hinter die Rinde. Oder legt eine Kesse Bowle aufs Parkett. Doch das ist die Ausnahme. Alles in allem also ein ganz normaler Tag. Keine Spur von Aufregung, besonderer Freude, Stolz. So sind unsere Bäume. Und das sollte uns zu denken geben. Bescheiden, zurückhaltend, fast heckig in ihrem Willen zum Nicht-Herausragen. In holziger Ruhe wachsen sie einfach nach oben. Astlosigkeit ist ihnen ein Fremdwort. Keine hektische Ortsveränderung transportiert ihr gesellschaftliches Ansehen. Nein, Ansehen steht da, du sagst dann dieses auch. Gerade das Beharrliche. Ortsfeste beeindruckt den müßigen Spaziergänger ebenso wie ganze Schülergruppen. Hier lässt sich noch einiges abschauen. Die Schönheit von Stasis, die Ruhe von Ruhe, das Lärmen der Stille. Bedenken wir also immer, der vielbesungene deutsche Wald wäre ohne die Anwesenheit von Bäumen auch nur eine Wiese wie jede andere. Ich danke Ihnen. Jedes Jahr derselbe Ärger. Der richtige Fußball geht wieder los und ich bin im Urlaub. Was ich mit richtigem Fußball meine, ja jedenfalls nicht dieses rundgelutschte Hochglanzturnier mit den irritierend guten Technikern und einer belgischen Mannschaft, deren Konter man sich in Zeitlupe angucken muss, weil sie für das unbewaffnete Auge zu schnell sind. Andererseits, ich scheine eine gewisse Begabung für höhere Aufgaben zu haben, denn nachdem ich in meiner normalen Tipprunde schmählich Letzter geworden war, habe ich zur WM souverän gewonnen. Vielleicht brauche ich einfach diesen Glamour, das Gefühl, bei den Großen dabei zu sein. Vielleicht bin ich einfach im niedrigen Einerlei der Liga komplett unterfordert. Vielleicht bin ich auch gar nicht deine Freundin und auch nicht Manuel Neuer, sondern der neue Kaiser. Beziehungsweise der Generalsekretär einer Fußballräterepublik, was mir eindeutig mehr zusagen würde. Darüber denke ich ein andermal, anders mal. Darüber denke ich irgendwann mal nach. Jetzt erstmal zurück zum Tagesgeschäft, zur Routine, also jenen Bereich der Realität, in der die eigene Mannschaft mit maximal 2 Spielern im gegnerischen Strafraum auftaucht und dann auch noch schüchtern zu fragen scheint, ob man nicht stört. Wo man Konter lieber mal abbricht, weil es doch etwas Unfaires hat, wenn die anderen sich noch nicht so richtig wieder haben aufstellen können. Wo es beim Thema Menschenrechte nicht um freie Meinungsäußerung und sexuelle Identität geht, sondern darum, wie lange es einem als Bewohner einer mittleren Großstadt im mittleren Ruhrgebiet noch zugemutet werden kann, in baden-württembergische Dörfer zu fahren, wo das Stadion so klein ist, dass man es nicht mehr sieht, wenn man daneben steht. Ich will nicht sagen, wo es war, aber es war in Sandhausen. Mal abgesehen davon, dass man dann da auch noch gerne mal verliert. Ich meine also die Liga, in meinem Fall die zweite, oder wie sie beim HSV immer noch sagen, hä? Die zweite Liga beginnt 3 Wochen vor der ersten, was ja schon rein numerisch Quatsch ist. Vor allem aber bin ich da im Urlaub, jetzt das dritte Jahr hintereinander. Und das dritte Jahr hintereinander, dachte ich vorher, müsste ich wieder die Kneipen auf Fuerteventura abklappern, um eine zu finden, deren Pay-TV-Abo die zweite deutsche Liga abdeckt. Aber dann wäre es nicht zu diesem Dialog mit meiner Frau gekommen. Was ist denn das für ein schwarzer Kasten? Keine Ahnung, sage ich, der war schon vorher hier. Der sieht aber aus wie die Streamingbox bei uns zu Hause. Ach komm, glaubst du doch nicht im Ernst, ich nehme das Ding mit in den Urlaub, nur um das erste Saisonspiel meiner Mannschaft zu sehen. Das haben die Kinder mir untergeschoben. Okay,
Irgendwie bin ich damit durchgekommen und im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen ich stets auf einen obskuren Livestream mit der Endung .ru zurückgreifen musste, funktionierte alles, weil die EU durch die Aufhebung des Geoblockings für abonnierte TV-Inhalte mehr Verständnis für mich gezeigt hatte als die DFL mit ihrem Rahmenterminkalender. Und es ging auch nicht gegen ein süddeutsches Dorf, sondern gegen den 1. FC Köln. Heimspiel. Das Wetter war hier wie dort fantastisch. Menschen, die sich meine Freunde nennen, schickten mir Fotos aus dem Stadion, lachende Gesichter, kühles Bier in der Hand, super Stimmung. Na gut, lachen konnte ich auch. Spanisches Bier ist so schlecht nicht. Aber es kam, wie es oft kommt, alles super, nur das Spiel stört. Nach dem zweiten Gegentor war es gar nicht mehr so schlimm, weil ich nicht dabei war. Das nennt man einen freudschen Verleser, denn richtig muss es heißen, nach dem zweiten Gegentor war es gar nicht mehr so schlimm, dass ich nicht dabei war. Allerdings muss ich mir auch noch die Frage gefallen lassen, sag mal, wieso guckst du das denn an, wenn die sowieso verlieren? In solchen Momenten denke ich am Majestix in Asterix und der Averna-Schild. Diese Momente, in denen der Häuptling am Boden liegt und sagt, ich fühle mich manchmal so müde. Das zweite Saisonspiel gegen Duisburg fand übrigens statt, während wir im Flugzeug nach Hause saßen. Eigentlich darf man im Flieger ja nicht ins Internet, aber ich dachte, da setze ich mich mal drüber weg. Immerhin ist man in 10.000 Metern Höhe dem zuständigen Satelliten viel näher, oder? Es hat nicht ganz hingehauen, aber von der Notwasserung im Golf von Biscaya erzähle ich ein anderes Mal. Nur so viel, da sind wirklich Schwimmwesten unter dem Sitz. Ich habe aber keine angelegt, weil die gelb war und die Schrift darauf schwarz. Ich mache jetzt eine Eingabe, wie es früher in der DDR hieß, oder richte einen Hashtag ein oder starte eine Online-Petition oder wie meine Söhne ständig sagen, was auch immer. Jedenfalls will ich, dass man mich seitens der DFL spätestens im Dezember kontaktiert, um mit mir die ersten Spieltage der nächsten Saison abzusprechen. Entweder das oder ihr versetzt meinen Verein kampflos in die erste Liga. Deine Entscheidung, DFL. Und wie durch Zauberhand ist es wieder Zeit für Deutschland, Land der Ideen, Gemeinden aus NRW und ihre Einfälle. Heute Mackenbrock. Danke, Mackenbrock. Mackenbrock ist ein Flecken, liegt zwischen Beckum und Lippetal und geht nicht raus. Ein Schicksal, das es mit Hessing, Willenbrink und Beckvogt teilt. Aber auf Fröhlich, Wintergallen und Schacht geht es nicht besser. Allgemein sind ein paar Häuser, Kühe, deren Personal fließen Wasser ab 18 Uhr und Post in den Monat mit K. So viel zur Gemeinde, jetzt zur Idee. Der Mackenbrocker Arbeitskreis Bosch-Mitarbeiter im einstweiligen Ruhestand, kurz Bier, hat eine Waschmaschinen-Innovation vorgestellt, welches bei der Wäschebehandlung völlig neue Wege beschreitet. Das Waschgut muss nicht mehr nach Faserstärke oder Herkunft, nach Farbe, Verschmutzungsgrad oder Art getrennt werden. Ja, vielleicht mühsam und olfaktorisch nicht unproblematisch, denken Sie an krustige Sportsocken, zwischengelagert werden. Durch einen im Frontbereich doppelt gemufften, im Heck gepufferten Zuführstutzen wird die Wäsche unsortiert mit stattlichen 6 Atü angesogen. Achtung, auf sicheren Stand achten. Dann wird das zu Waschende in der Brennkammer ohne Wasser auf 600 Grad Celsius erhitzt, von 2 kräftigen Hadernmahlwerken gespleist, in der anschließenden Lumpenmühle bis in die Zellstruktur aufgebrochen, schockgefrostet, ultrahoch erhitzt, gewalzt, gegoren, eingedampft und geschreddert. Nach nur etwa 35 Minuten Laufzeit genügt die Wäsche in ihrem Sauberkeitsgrad sogar klinischen Ansprüchen, kann mit Fug und Not als rein betrachtet werden und wird aus einer seitlich am Gerät angebrachten Schütte in 500 Gramm Portionen granuliert und sackabgefüllt ausgegeben. Nun kann sie bedenkenlos dem Sportbodenbau oder etwa der Wärmenämmung von Altbauten zugeführt werden. Kleinliche Naturen werden natürlich einen gewissen Verlust an Tragekomfort beklagen. Denen sei es ins Stammbuch geschrieben, dass sich Wäsche, welcher Couleur auch immer, nie bequemer trug als in je einem Säckchen in der Hand. Na also, der gute Vorschlag setzt sich durch. Ideenschmiede NRW. Manchmal ist es so einfach. So, apropos Farben, die einem nicht so zusammenpassen. Da ist man als Fußballfan ja manchmal ein bisschen einsam, weil nicht jeder versteht, wie ernst man die Sache nimmt. Folgendes. Sag ich neulich zu meiner Frau, komm mal mit in den Keller. Da sagt sie, ich habe Migräne. Nein, sag ich nicht deswegen. Komm mal bitte mit. Wir gehen runter. Ich sag, was siehst du hier?
Sagt sie, die Waschküche. Sag ich, super. Was ist denn da vorne? Da ist die Wäscheleine. Toll, bis hierhin machst du das ganz fantastisch. Was hängt denn da auf der ersten Leine? Da sagt sie, da hängen deine Socken. Welche Farbe hat denn die erste Socke, sag ich. Die sagt sie, die ist schwarz, das siehst du doch. Und welche Farbe hat die Klammer? Da hat die meine schwarze Socke mit einer gelben Klammer festgemacht. Und verstand nicht, was ich damit für ein Problem habe. Da sag ich, das kannst du nicht machen. Da sagt sie, was hast du denn gegen die Vereinsfarben von Alemannia Aachen? Das war noch das Schlimmste, dass sie mir dann noch einen reingedrückt hat. Verstehst du? Nein, es ist, im Ruhrgebiet tragen wir unsere Rivalitäten eben über Fußball aus. Eigentlich sind wir ein Kopf, ein Arsch, aber beim Thema Fußball gönnen wir uns gegenseitig nicht den Kohlenstaub in der Arschritze. Ne? Und ich mache eigentlich lieber Witze über Schalke. Irgendwie bietet das mehr Potenzial. Ich habe mit denen aber auch mal was ganz Interessantes erlebt. Ich bin tatsächlich mal schon Jahre her auf einer Sponsorenveranstaltung vom FC Schalke aufgetreten. Jetzt haben mich dann in Bochum viele gefragt, wie kannst du das denn machen? Ja, sag, pass auf. Das Geld, was ich da verdiene, das wird den Schalkern irgendwann mal fehlen. Und genau so ist es ja auch gekommen. Dabei ist mir was passiert. Ich hatte in den Wochen und Monaten zuvor einige Späße gemacht über den Sportkameraden Kevin K. aus G. Kevin Kurani, der in der damaligen Saison den sprichwörtlichen Möbelwagen nicht getroffen hat und sich auch sonst ein paar Aktionen geleistet hat. Zum Beispiel ist er in der Halbzeit eines Länderspiels einfach abgehauen, weil er ausgewechselt worden war oder nicht eingesetzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er in der Halbzeit abgehauen, darf man natürlich nicht. Ne? Dann hat er 3 Tage später eine Pressekonferenz gegeben, damit man gemerkt hat, dass er abgehauen ist. Und da hat er wunderbare Sätze gesagt, wie zum Beispiel, ja, ich habe jetzt 3 Tage auf dem Sofa gesessen und ich hatte viele Gedanken. Ungewohnte Situation, da trägt so ein Schalker schon mal aus der Kurve. Ne? So, dann hatte ich auch erzählt, weil man in Schalke, auf Schalke hatte man auch schon so lauter Gags über ihn gemacht, zum Beispiel, was die Beerdigung des Schalker Originals Charlie Neumann anging. Da hatten ja alle Schalke-Spieler eine Rose in die Hand gedrückt bekommen, um sie ins offene Grab zu werfen. Nur Kevin nicht, da hatten sie Angst, er trifft das Loch nicht. Ja, solche Sachen waren halt virulent gewesen und die hatte ich erzählt. Und das war auch im Fernsehen gelaufen. Das muss man wissen, um Folgendes zu verstehen. Ich bin bei dieser Sponsorenveranstaltung. Wir gerade auf die Bühne gehen, wo Uli Potowski moderiert hat. Und ich habe schon einen Fuß auf den Stufen. Da packt mich einer am Unterarm, drehe ich mich um, steht Kevin Kurani vor mir. Und zwar der Echte. Und was sagt er zu mir? Heute aber keine Witze über mich. Da sage ich, es ist aber cool, dass du drüber lachen kannst. Und er so, muss man doch. Und das fand ich wieder gut, denn ich habe in den letzten Jahren eine Menge Leute aus dem Fußball kennengelernt und eine Fähigkeit war sehr unterentwickelt, die Fähigkeit zur Selbstironie. Also Kevin Kurani darf jederzeit wiederkommen. Fußball erlebt man ja entweder im Stadion oder aber in einer Kneipe, die praktisch wie ein Stadion ist. Und die geilste Fußballkneipe in Deutschland, die gibt es in München. Und die heißt auch noch Stadion. Stadion an der Schleißheimer Straße. Und das ist jetzt schon wieder, ich konnte es gar nicht glauben, als ich das überprüft habe, 12 Jahre her, dass ich zum ersten Mal im Stadion an der Schleißheimer Straße war. Es war nämlich so, dass ich eine Einladung angenommen hatte für die DSF-Sendung Doppelpass. Ja, ich war im Doppelpass. Diesmal sonntags morgens um 11 Uhr. Dann kommt man am Abend vorher schon angereist und darf in einem sündhaft teuren Hotel direkt am Flughafen logieren. Und am Abend vorher bin ich dann halt ins Stadion gegangen. Der Stadion ist eine Kneipe, das ist mehr ein Museum. Also das ist, da muss man gesehen haben. Du kommst rein und unter der Decke ist Kunstrasen und dann so laminierte Spielerfotos, die so in Spielformationen einander gegenüberstehen. So Treter wie, oder Treter stimmt ja nicht, aber so Rebellen des Fußballs wie Jimmy Hartwig oder Ansgar Brinkmann oder so spielen dann gegen Günter Netzer, Wolfgang Overath und so. Das sieht schon geil aus. Und dann brauchst du eine Stunde, bis du einmal durch die Kneipe durch bist. Das ist eine Säule, da sind Fanschals aus aller Herren Länder von oben bis unten drumherum gewickelt. Ich weiß, Atalanta Bergamo, Brøndby EF und irgendwas mit kyrillischen und arabischen Buchstaben. Also großartig. Der Gang zum Klo, da sind noch Panoramabilder von deutschen Stadien. Es ist schier nicht zu glauben. Ist wirklich eine geile Kneipe. Die haben alles. Nur keine Lüftung. Denn folgendes, du kommst da rein,
nachmittags, ich bin schon so um 2:30 dahin gegangen, weil ich mal angucken wollte, wie sich alles füllt. Die haben so eine Tribüne aufgebaut vor einem riesigen, überlebensgroßen Bild von Fans, haben sie Sitzschalen aus dem alten Olympiastadion aufgebaut, so auf 3 Stufen. Da sitze ich da und dann sind da 2 Leinwände. Geradeaus, auf einer lief Bayern gegen irgendwas, auf der anderen Karlsruher SC gegen Hoffenheim war das, glaube ich. Weil der eine Wirt, der Holle, schöne Grüße, der ist KSC-Fan. Und zwar beinharter KSC-Fan. Aber er ist auch überhaupt ein Freund des Fußballs der 70er Jahre. Der empfing mich mit seiner 70er-Jahre-Frisur und dem Trikot des VfL Bochum von 1977 mit Osborne vorne drauf. Da war ich ja schon, fand ich schon super. So, und sagte, ja, also ich hoffe, du hast dir Wechselklamotten mitgenommen für morgen. Sag ich, wieso das denn? Das ist hier ein bisschen schwierig. Ich war den ganzen Abend da, habe Schnitzel gefuttert und. Und die KSC-Fans vor der einen Leinwand, die gingen richtig steil. Damals spielte ja noch der Torhüter Miller beim KSC. Und immer wenn der eine Parade gebracht hat, brüllten die, Killer Miller, Killer Miller, hey, hey. Für sowas sterbe ich in der Fußballkneipe. Super. So. Und dann kam aber der nächste Morgen. Am Morgen weckt mich der Geruch von kalten Pommes. Ich versuche mich zu orientieren. Bin ich gestern im Schnellimbiss abgestürzt und gleich neben der Fritteuse eingeschlafen? Nein, nein, ich befinde mich nach wie vor im Kempinski am Flughafen, in einem Zimmer, in dem die Übernachtung 800 Euro kostet. Nur liegt neben dem Bett meine Hose. Mit dem Ding soll ich mich gleich zu Jörg von Torra und Udo Lattek in die Runde setzen und schlau über Fußball reden. Verunsicherung steigt auf. Ein kahler Fettsack aus dem Ruhrpott, der schon Sonntagmorgen nach Pommes stinkt. Da kriegt Deutschland ja mal wieder genau den richtigen Eindruck. Aber natürlich habe ich wieder keine Wechselhose dabei. Kurz vor 10 werde ich beim DSF vorstellig. Jörg von Torra trägt ein frisches weißes Hemd und eine graue Anzughose. Er raucht Gauloise und riecht kein bisschen nach Pommes. Die Aufnahmeleiterin ist sehr schön und begrüßt mich, als habe sie nächtelang nicht schlafen können, weil ich in die Sendung komme. Ich bemühe mich, Abstand zu halten. In der Gegenwart attraktiver Frauen möchte man nicht nach Pommes riechen, sondern den Eindruck erwecken, als sei man erst vor einer halben Stunde von einer 100 Meter hohen Klippe in die schäumende Gischt des Atlantik gesprungen. Kurz vor 11 werde ich in den berühmten Halbkreis aus roten Kunstledersesseln geführt. Hinter von Torras Platz sitzt diesmal eine Blondine. Jan Henkel von Premiere bestätigt meine Vermutung, dass das kein Zufall ist. Ja, da sitzen immer attraktive Frauen. Die Mikros sind schon offen, sonst könnte ich dir ein paar Geschichten erzählen, du. Udo Lattek kommt erst, als schon der erste Werbespot läuft. Wegen Nebels konnte seine Maschine in Köln nicht starten und er musste nach Düsseldorf gefahren werden. Hat was, so ein Auftritt. Auch seine Hose scheint auch nicht nach Pommes zu riechen. Einer der Gäste ist Ralf Rangnick, deshalb geht es mehr als eine Stunde um den 18. Einer der Gäste ist Ralf Rangnick, deshalb wird mehr als eine Stunde über 1899 Hoffenheim geredet. Zwischendurch wird das Phrasenschwein mit Spenden gefüttert. In der Werbepause meint von Torra, er habe plötzlich einen ganz rätselhaften Heißhunger auf Pommes. Ich dilettiere noch etwas zu den Themen VfB Stuttgart und Poldi-Situation bei den Bayern. Alles uninteressant, weil es den VfL Bochum nicht weiterbringt. Ein prominenter Fußballmoderator hat aber ohnehin mal als Ratschlag für Gäste im Doppelpass gesagt, einfach Scheiße labern und nicht drüber nachdenken. Dann gibt es Weizenbier. Es hat das falsche Etikett, aber wie sagte schon mein Opa, hier wird getrunken, was auf den Tisch kommt. Die anderen Gäste nippen einmal und lassen dann ihre Gläser auf dem Tisch stehen. Ich behalte meins in der Hand, trinke brav aus und mache mich dann über die anderen Gläser her. Jetzt fühle ich mich der Expertenrunde endlich fachlich ebenbürtig. Aber leider ist die Sendung schon vorbei. Von Torra meint, wenn er nicht bald eine Pommes kriege, drehe er durch. Im Hotelrestaurant trifft man sich nun zum geselligen Beisammensein. Es gibt Weißwürstchen, süßen Senf, Brezen und noch mehr Weizenbier. Hier könnte man jetzt gepflegt versacken, zumal Vonti recht gesprächig ist und da kann man schon mal das eine oder andere unappetitliche Detail über Spieler, Trainer und Fußballjournalisten erfahren. Allerdings bin ich selbst dafür bekannt, dass ich in diesem Stadium, wo die Nervosität langsam abfließt, gnadenlos alles und jeden an die Wand texte. Nach einer Dreiviertelstunde sind von Torra und Lattek bereit, Aufnahmeanträge für den VfL Bochum zu unterschreiben, nur damit ich die Klappe halte. Glücklicherweise muss ich dann zum Flieger. Angeblich singe ich noch Glück auf, auf. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern. Jawohl, jawohl, jawohl. Aber das glaube ich nicht. Auf jeden Fall kriege ich noch mit, im Rausgehen,
wie Von Torra bei der Bedienung eine doppelte Portion Pommes bestellt. Und nun zum Ausgang dieser hochkurzweiligen Veranstaltung scheint mir ein Besinnungsaufsatz von heiterer Melancholie das Richtige zu sein. Wir beide haben in den zurückliegenden Tagen ganz oft darauf hingewiesen, wie wichtig für uns das Radio war. Heute übrigens nicht mehr ist, leider, aber war. Und das stimmt auch. Ich habe später in den zurückliegenden Jahren immer wieder mal fürs Radio gearbeitet und das auch mit bisweilen großem Genuss. Ich habe sehr viel gelernt für die Art und Weise, wie man spricht. Dass man übrigens auch Luft braucht zum Sprechen, also atmen, geht nicht nur über die Haut, habe ich gelernt und solche Dinge. Ich habe wichtige Sachen gelernt, wichtige Leute kennengelernt und es hat mich sehr bereichert. Und trotzdem hat das Radio einen Weg genommen, den ich nur noch in Teilen begrüße und gut finde. Und deswegen war es an der Zeit, das Ganze mal zusammenzufassen, was ich mir dazu denke. Das war aber schwierig, weil es keinen Anlass gab. Aber es gab einen Anlass vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich im Jahre 2018, also vor ungefähr 2 Jahren, was ein biblischer Zeitraum ist, ist die WDR-Sendung Unterhaltung am Wochenende 50 Jahre alt geworden. Die haben wir zusammen auf der Schule im Schülercafé gehört, wo unter anderem auch die Gebrüder Insterburg auftraten. Ich werde nie vergessen, wie Karl Dahl zu Peter Insterburg sagte, Peter Elebracht sagte, Peter, du hast einen Preis gewonnen. Und Peter Elebracht, echt, ja? Ja, auf der internationalen Heuhaufen-Ausstellung. Das war eine Sache, da wusste ich, das ist mein Niveau. Da möchte ich bitte hin. Und nur wenige Jahrzehnte später waren wir beide auch Teil der Unterhaltung am Wochenende. Und die ist also nun vor 2 Jahren 50 Jahre alt geworden. Das habe ich zum Anlass genommen zu schreiben, dass ich das toll finde, dass sie 50 Jahre alt werden konnte. Und ungewöhnlich ist es auch. Also man hat sich natürlich immer schon am Wochenende unterhalten. Viele sprechen sogar unter der Woche miteinander. Gemeint ist hier jene eben wunderbare Radiosendung, die minzfrische Brise von Geist, Witz und Verstand in der allwaltenden, tumben, schwüle, talkschaulichen Moderatorengestammels, multimedialen Verblödungsgeblökes und unsozialnetzlichen Trollgerülpses. Aber dass eine Sendung wie die Unterhaltung am Wochenende also trotz rätselhafter Programmreformen, undurchsichtiger Umstrukturierung und allgemeiner Intellekterosion 50 Jahre alt werden konnte und sich nicht längst im Sendungshimmel etwa mit der Zugabe eine Wolke teilt, ist durchaus bemerkenswert. Aber mit dem Feiern von Geburtstagen ist das ja so eine Sache. Im Jahre 2018 feierten wir beispielsweise auch zum 248. Mal den Geburtstag von Friedrich Hölderlin. Aber eben auch schon zum 175. Mal ohne ihn, da er bereits seit dem 7. Juni 1843 unter einer latenten Vitalschwäche leidet. Wir lernen also, allein das Feiern von Geburtstagen sagt nichts über den Zustand und die Vitalität des Gefeierten aus. Und schon gar nicht darüber, ob er, sie oder es demnächst noch erleben wird. Vielleicht lädt man sich deshalb Gäste zum Geburtstag ein, damit die sich davon überzeugen können, dass der Auslöser des Jubiläums von demselben auch noch was mitkriegt. Nun also auch die Unterhaltung am Wochenende. Dass die 50 Jahre alt sein soll, kann natürlich eigentlich nicht sein, weil ich sie ja bereits seit etwa 30 Jahren höre. Dann wäre ich ja heute über 80. Das ist schon Unsinn. Ich mag ja nur ein mittelmäßiger Komiker sein. Aber im Rechnen macht mir keiner etwas vor. Weder in brutto noch in petto. Obwohl hier also offensichtlich ein statistischer Irrtum vorliegt, wird groß gefeiert. Was ich schon auch irgendwie verstehen kann, denn Unterhaltung, ja Humor, tut Not. Und das nicht nur am Wochenende, aber da besonders. Humor und dessen kleiner Bruder, das Kabarett, habe ich eigentlich erst im Radio kennengelernt. Und als wir dann Jahre später selbst das erste Mal im Radio in der Zugabe auftreten durften, lernte ich auch jeden zentralen Satz kennen, der mein Schaffen bis heute begleitet. Den Satz, so lang. Ich stand im Flur vor dem Studio, während der Moderator, ein gewisser Axel Naumer, einen brandneuen Witz aus offenbar chinesischer Produktion während der Zeit des Langen Marsches erzählte, in dem es um einen Bergführer ging, der anlässlich einer Wanderung durch die Alpen in eine Spalte gestürzt war. Ein schreckliches Schicksal. Herr Naumer war sehr betroffen. Vor allem, da der Bergführer fast 250 Seiten gehabt habe und einige schöne Abbildungen. Nachdem wir also diesem General Kracher gelauscht hatten und ins Studio gebeten worden waren, wurde mir bei abgeschalteten Mikrofonen nach unseren Namen gefragt. Ich gab den meinen Preis, worauf Herr Naumer sagte, zu lang, ich werde dich duzen. Ich war sehr dankbar. Immerhin ist die Sendezeit knapp und teuer. Das ist der Moment, an Heinrich Pachel zu erinnern.
jenen kleinen großen Mann der gewitzten und verspitzten Aufklärung, eines ganz speziellen menschlichen politischen Kabaretts und eines besonders kreativen Umgangs mit dem hohen Gut Zeit. Lange bevor ich selbst die ersten saghaften Gehversuche auf dem holprigen Acker der Unterhaltung unternahm, war ich schon Zeuge der Pachelschen Unterhaltungskunst, weil wir zu Hause eben ein Radio hatten, einen weißen Schleiflackschrank mit magischem Auge, in dem immer eine Frau schrie, wenn meine Eltern davor saßen. Die behaupteten, die Frau sei nicht in Not, sondern in einer Operette, was für mich aber bis heute auf das Gleiche hinausläuft. Oder es gab eben die Unterhaltung am Wochenende und die besonders laut, weil in der Nachbarwohnung die Schaltkonferenz der Bundesliga durch die Rigipswände dröhnte. Offenbar eine Spezialveranstaltung für mittelalte Männer in Unterhemden, die sich ohne diese Ballsport ausgelöste Ganzkörperbeschallung nicht in der Lage sahen, ihr Auto zu waschen. Und ein dreckiger Opel Kadett oder VW Käfer am Wochenende wurde dazu mal als Anfang der Anarchie gewertet und hätte die Säulen, auf denen das christliche Abendland bis heute ruht, bis an den Rand des Einsturzes zermürbt. Während also draußen unsere Wertegemeinschaft durch Autowaschen gestützt und gesichert wurde, hörte ich drinnen vor einer rigipsgestempften Stadionkulisse Heinrich Pachel zu. Er hat das sicher nicht mitbekommen, er war ja in dem kleinen Kasten drin. Ich hingegen saß davor und habe alles mitbekommen. Und obwohl ich damals noch recht jung war, ging mir schnell auf, dass das politische Kabarett Pachelscher Prägung deutlich anders funktioniert, als ich es gemeinhin gewohnt war. Es war nämlich lustig. Und das bereits gut 20 Jahre bevor Jürgen Becker sinngemäß zu Recht bemerkte, Kabarett hin oder her, man muss auch mal einen Witz machen. Gerade das politische Kabarett krankte und krankt an jeder oberlehrerhaften Attitüde derer, die es betreiben. Diese Haltung, ich weiß, wie es geht und wenn ihr schön aufpasst, könnt ihr was lernen. Diese Haltung ging mir schon in der Schule auf den Sack, obwohl sie da deutlich mehr hingehört als ins Kabarett. Also in der Schule natürlich nicht auf den Sack. Heinrich Pachel also war anders und sehr lustig. Aber ab und an hatte ich den Eindruck, dass sein letzter Satz fehlte. Der Abspann-Jingle und die Nachrichten kamen oft recht abrupt. Sehr seltsam. Erst Jahre später, als wir selbst bisweilen Gast der Unterhaltung am Wochenende waren, löste sich dieses Rätsel. Das Schwierigste für einen Anfänger, wenn er zum ersten Mal für das Radio, am besten in einer Live-Sendung arbeitet, ist ja das Gefühl für Zeit zu entwickeln. Der private Mensch sagt ja gerne, wenn er eine verschwindend kleine, ja eigentlich nicht messbare Zeitspanne meint, nur 2 Minuten. Nur 2 Minuten heißt umgangssprachlich eigentlich jetzt. Im Radio oder im Fernsehen sind aber 2 Minuten exakt jene Zeitspanne, die man Werner Heisenberg einräumen würde, die Unschärferelation in der Quantenmechanik so zu erläutern, dass sich Kinder mit Migrations- oder Erwachsene mit Stagnationshintergrund in der Lage sehen, das Wesentliche in eigenen Worten wiederzugeben. Also ein halbes Leben eben. Ich hatte dem zuständigen Redakteur der Live-Sendung, dem legendären Hilmar Hillebachrohr, eine von mir vorzulesende Geschichte geschmeidig und in fröhlicher Unkenntnis der wahren Sachlage mit 4 Minuten 30 Dauer angedient. Als ich den aber laut las, dauerte es 8 Minuten 45. Ein Desaster. 2 Kollegen mussten ihre Vorträge kürzen und eine extra eingeflogene bretonische Fischerband mit einem sehr unübersichtlichen, natürlich selbst hergestellten Instrumentarium musste auf eine polyphone Austerbeschwörung, die der Sendung eben jenes Quäntchen mediterranen Flairs und Fischmarktcharmes verliehen hätte, die sie von anderen Unterhaltungsformaten unterschied, verzichten, um nicht in die Nachrichten hineinzugeraten. In die Nachrichten, also in was Wichtiges, nicht etwa in Markus Lanz. Alle teufelten auf mich ein, Heinrich Pachel aber nahm mich beiseite und sagte, ich solle mich nicht grämen. Auf den Inhalt käme es an, nicht auf die Dauer. Und das mit der Zeit sei deutlich überschätzt. Ich wusste damals nicht so recht, was er meinte. Aber als ich ihm dann einige Sendungen später beim Überziehen zuhören durfte und sah, wie Redakteure Schluckbeschwerden bekamen, wenn Heinrich Pachel im Abgehen in wahrer Columbo-Manier noch was einfiel, war alles klar. Seitdem bezeichne ich das verschmitzt gutmütige, aber hochbewusste Überziehen des Zeitlimits als Pacheln. Heute passiert mir das nicht mehr aus Unkenntnis, sondern allenfalls bewusst. Das Bestreben der Unterhaltung am Wochenende, wie das des Komikers, ist ja, dass das Publikum daheim an Empfängnisgeräten wie im Ort, vor Ort im jeweiligen Saale lacht. Und andere zum Lachen zu bringen, ist in den meisten Fällen Kernerarbeit. Wer anderen das Autofahren beibringt, sollte selber fahren können. Wer andere zum Lachen bringen will, sollte das also auch selber können. Aber ich werde tatsächlich bisweilen gefragt, worüber lacht eigentlich der Komiker? Also ich. Allein die Frage könnte bedeuten, dass der Komiker, wenn überhaupt, anders oder über anderes lache als der anderweitig berufstätige und der naturgemäß feierlich ernste Mensch. Dass die berufliche, also im besten Sinne professionelle Beschäftigung mit Humor vielleicht zu einem anderen Gelächter führe, denn das humoristische Dilettieren.
ja, dass ich dem Adepten durch die intensive Beschäftigung mit dem Humor vielleicht sogar neue, andere, dem Laien nicht zugängliche Ebenen des Gelächters erschließe, sodass das Lachen des Komikers nicht nur anders, sondern reicher, tiefer, wissender, genussvoller, insgesamt vollmundiger sei als das freiberufliche Herumkichern oder gar das alltägliche Gelegenheitslachen, also dieses dümmliche Grinsen mit Ton, welches ja jeder heutzutage bisweilen sogar ohne jeden Anlass absondert und das man als Charakterschwitzen bezeichnen könnte, gegen das noch kein Desodorieren hilft, selbst das ohne Aluminiumsalze nicht. Lassen Sie mich also zur Problemventilation zunächst einmal die Begrifflichkeit erklären, damit wir, also ihr und sie, ich weiß es ja, ich bin ja Profi, wissen, warum wir, also Sie und ihr, eigentlich lachen und warum wir, also Sie und ihr, dann lachen, wenn wir, also Sie und ihr, lachen. Wie die internationale Redenzforschung schon vor Jahren erst unter Laborbedingungen, dann aber auch im Freiland nachweisen konnte, erleichtert das Vorhandensein von Humor das eigene Lachen ungemein. Humorpräsenz also ist dem Lachen zwar durchaus zuträglich, aber nicht zwingend notwendig, wie wir, also Sie, also ihr, bisweilen gar aus eigener Erfahrung wissen. Erstaunlich viele Laien lachen, trotz anhaltender Humorvakanz, also ohne jede Nachweisespur von Humor, viel und sind immer noch äußerst ergiebig. Zum Beispiel aus Schadenfreude oder aus Überraschung oder weil sie die Situation falsch einschätzen oder gleich gar nicht verstanden haben. Sie lachen aus Peinlichkeit, aus Verlegenheit, zur Entschuldigung, zur Einschüchterung, zur Mundraum- wie Innenohrbelüftung, infolge einer Gesichtslähmung oder der irrigen Annahme, es ließe sie sympathischer erscheinen. Sie lachen aus Angst oder um das Schweigen zu beenden. Sie lachen, um eine Telefonnummer zu erbeuten oder als Aufforderung zum Kampf. Am meisten aber wird inzwischen gelacht, weil einem irgendwer sein Smartphone vors Gesicht hält und sich anschickt, einen Grelfie, also einen Grinseselfie, zu schießen. Sie entnehmen dieser nicht vollständigen Aufzählung hoffentlich, dass das humorausgelöste, befreiende und lustgesättigte Lachen selten ist und daher kostbar. Es ist äußerst schwer zu erzeugen, sehr flüchtig, aber nachhaltig, wie ein teurer Duft. Es animiert andere, es einem gleich zu tun, was bei einem Abstand von 1,50 Meter oder Auto an Auto nahezu unmöglich ist. Lachen lässt sich nicht reproduzieren, sondern muss ständig und aufwendig neu ausgelöst werden. So wie zu lachen. Was aber nun ist Humor? Und was ist der Unterschied zwischen Witz und Humor? Gibt es da einen? Aber ja, der Unterschied ist zunächst einmal rein rechterisch eine Silbe. Und das eine, den Witz, macht man, das andere, den Humor, hat man. Was bedeutet, dass das eine ein Handwerk ist, das andere aber Talent. Humor ist unter anderem die Voraussetzung dafür, zuerst einen Witz in seiner Struktur, dann die Pointe und schließlich das Leben selbst zu verstehen. Ich halte ihn für so eine Art Seelenfeuchte, was auch die Etymologie des Begriffes nahelegt. Jene Seelenfeuchte also die Grundbedingung für ein gesundes psychisches Klima ist und welche unter anderem so wichtige Emotionen wie Mitgefühl, Freude und Einfühlungsvermögen erst möglich macht. Horst Seehofer, Erika Steinbach oder Alexander Gauland sind nicht für ihren Humor bekannt und haben deshalb vom Leben, wenn überhaupt, nur den Teil verstanden, der sich auf sie selbst bezieht und auch den offenbar nur partiell. Der Wunder sieht aber noch mehr. Humor und Humidor zum Beispiel trennen nur zwei Buchstaben, I und D, zusammen it ausgesprochen, was im Lateinischen etwas bedeutet. Also nicht etwas bedeutet, sondern etwas bedeutet, womit bewiesen wäre, dass Humor und Humidor etwas trennt. Und das ist auch schon was. Der Weg von Humor zu Humus ist ein kurzer. Auch im Humus spielt die Feuchte eine wesentliche Rolle und selbst wenn man die Buchstaben von Humus deutlich schüttelt, kommt Husum dabei heraus, aus Blumenerde, also wird eine Stadt am Meer, die feuchte aber bleibt in jedem Fall erhalten. Dagegen wird, wie ich schon vor Jahren herausfand und um es noch etwas komplizierter zu machen, das Wort Husum nicht nur ganz anders geschrieben als etwa Falte, es bedeutet obendrein noch was völlig anderes. Verstehe das, wer will. Tatsache ist, dass Sprache eben jede Menge sagt, wenn sie redet. Man muss dann aber auch hinhören. In einem allerdings sind sich Humor und Humidor übrigens sehr ähnlich. Nur die wenigsten haben einen. Viele glauben offenbar, das sei so kostspielig. Man käme auch ganz ohne klar. Es braucht auch nicht jeder einen. Nur wenn man leben, lachen oder rauchen möchte, fehlt plötzlich das eine wie das andere schmerzhaft. Humor ist also eine Grundvoraussetzung für das Lachen. Zudem sollte man ein Gesicht haben, das einem gehorcht und genug Substanz zwischen den Ohren, die einem das inhaltliche Mitkommen ermöglicht. Das ist wichtig. Denn der gute Witz funktioniert nur in der Überraschung. Man muss also mental ziemlich präsent sein. Der gute Witz stellt erst eine Erwartungshaltung her, die er anschließend in der Pointe zerstört. Witz ist also nichts anderes als enttäuschte Erwartung. Lachen Sie also mal, wenn Ihr Kind eine unerwartet schlechte Note mit nach Hause bringt. Oder wenn Sie am Morgen danach die Bettdecke von dem zurückschlagen, was Sie am Abend davor im Halbdunkel kennengelernt haben. Das wird die Situation schlagartig entkrampfen.
Lachen löst Verspannung wie Schleim, es weitet die Lungen wie den Horizont, versorgt so abgelegene Teile ihrer selbst mit Sauerstoff und klärt Kopf und Blick. Worüber aber nun lacht er denn, der Komiker? Nun, wenn er ein Guter ist, zuerst einmal über sich und das ausdauernd. Wenn er ein Schlechter ist, ausschließlich über andere. Wer sich selbst nicht als im reinen Wortsinne komische Figur wahrnimmt, sondern stattdessen tiefst davon überzeugt ist, von seinem sittlichen Gewicht, von seiner innovativen Kraft, seiner von ihm selbst als tief empfundenen Wahrheit, seiner intellektuellen Strahlkraft, seiner blitzenden Intelligenz, seiner wegbereitenden Gestaltungskraft, seiner makellosen Eleganz und schattenwerfenden Präsenz, wer nur seinem eigenen Urteil rückhaltlos vertraut, seine molekulare Sicht auf die Welt als Durchblick missversteht, wer glaubt, dass er alles schon mal gesehen hat, vor allem in Mainz, und ihn deshalb nichts mehr überraschen kann, der taugt nicht zum Komiker. Ja, eigentlich taugt so einer zu rein gar nichts. Naja, außer vielleicht als Wandfliese in Feuchträumen oder als Sprudelstein in einem Aquarium voller Antennenwälse. Ich weiß, dass man das in der Parallelwelt der dunkelblauen Anzüge, also in Wirtschaft und Verwaltung allgemein, anders sieht. Und dass das übrigens selbstverständlich alles, wie übrigens alles andere auf der Welt auch, für Frauen gilt. Der gute Komiker also lacht über sich selbst. Doch keiner ist nur komisch. Die meisten Leute sind sogar ziemlich unanständig. Viele sind einfach durchgehend extrem langweilig und alle sind eigentlich überall überheblich, egoman und unsensibel. Entscheidend ist also, dass einem die paar Minuten, in denen man selbst spielbar komischer Mächte oder einfach mal wieder zu blöd für irgendetwas ist, nicht entgehen und dass man sich ihrer nicht schämt oder sie holprig zu überspielen sucht, sondern solche raren Momente als das begreift, was sie sind, als das Aufblitzen nämlich jener so oft beschworenen Gottähnlichkeit des Menschen, als er uns schuf, wie er immer wieder behauptet wird, nach seinem Ebenbild übrigens, hat er sicher herzhaft gelacht und sich in diebischer Vorfreude auf die ganze unerhört massive Permanenztrotteligkeit, die von nun ab in der Welt wohnen sollte, die Hände gerieben. Ich privat bin, und er möge mir das verzeihen, nicht sicher, ob es ihn überhaupt gibt, aber die Existenz dieser unserer geradezu human inhärenten Generalverstoffelung, das Vorhandensein von Selbstironie, von Slapstick ausgelöster Schadenfreude, der die Rache in Form des eigenen in die Torte Fallens auf dem Fuß erfolgt, ist für mich schon ein starkes Indiz dafür. Und auch das haben die Fusselbärte, wie übrigens alle Orthodoxen jedweder Religion, die Dogmatiker, Fanatiker und Frömmler, die Blechmützen, wie die verschwörungsgläubigen Intellektpygmäen, neben vielem anderen mehr auch nicht verstanden. Humor ist wie die Liebe ein Geschenk. Und wer ein solches Geschenk zurückweist, ist im Baum der Evolution einige Hauptäste wieder herabgeklettert. Daher führe dahin von nun an, den Intimmilben und Skrotalwanzen zuzurechnen und mit Jodtinktur oder Wespenschaum gezielt zu bekämpfen. Denn wer nicht über sich selbst lachen kann, liebt sich nicht. Und wer sich nicht liebt, kann auch andere nicht lieben. Und wer andere nicht liebt, kann sie auch nicht zum Lachen bringen. Der Komiker braucht also neben einer Spur Talent und der Fähigkeit, sich vor wildfremde Menschen zu stellen und aus dem Schwitzkästchen zu plaudern, auch noch ein gerüttelt Maß an Menschenliebe. Was nicht immer einfach ist, stellt doch gerade der Mitmensch in den meisten Fällen eine ungeheure Herausforderung an Toleranz, Geduld, Mitgefühl etc. pp. Dar und macht es einem wahrlich nicht leicht. Und das fängt schon in der eigenen Familie an. Die humorpflegenden und gelächtergenerierenden Bemühungen eines solchen radiophonen Kleinodes, wie es die Unterhaltung am Wochenende immer noch darstellt, können also nicht hochgestutzt geschätzt und geehrt werden. Und den Anstrengungen derer, die sie auf redaktioneller wie künstlerischer Seite mit Inhalten zu füllen suchen, sollten wir mit freundlicher und liebevoller Nachsicht begegnen. So lasst uns denn beten, dass der WDR diesen 50. Geburtstag der Unterhaltung am Wochenende nicht zum Anlass nehme, auch diese Sendung in den vorzeitigen Ruhestand zu verabschieden und durch ein Witzformat mit Videopräsenz in den unsozialen Netzwerken mit Baumarktwerbung als Pointentrenner zu ersetzen. Denn Radio, das sich beim Radiomachen filmen lässt, gibt ohne jede Not sein wesentlichstes Alleinstellungsmerkmal, nämlich das des Hörens ohne ein die Fantasie beschneidendes Bild und damit die ihm eigene Magie auf und wird so nicht einfach ein weiterer Misston im multimedialen Gegrunze, sondern zur Gänze obsolet. Denn schlechtes Fernsehen gibt es schon zur Genüge. Ich muss nicht wissen, wie Heinrich Pachel aussah. Es reichte, seine Texte zu hören. Der Inhalt zählt, nicht wie es aussieht. Schauen wir also beim 60. Geburtstag nach, wie viel Radio das Fernsehen noch übrig gelassen hat und wer dann wie, wann und über wen lacht. Das wird spannend. Bleibt also dran. Und gesund. Und nun weiter mit ein paar Takten Musik. Und ich möchte nochmal festhalten, dass wir beim Fußball ja eigentlich unterscheiden zwischen Insidern und Outsidern. Insider, fangen wir mit den Outsidern an. Die Outsider, die sagen so einen Scheiß wie, der Bessere soll gewinnen.
Der Insider sagt, mir doch scheißegal, ob wir besser waren, wir brauchen die Punkte. Verstehst du? Damit geht schon mal los. Ne? Viele Insider tendieren allerdings zum Fatalismus, zum Beispiel Fans des VfL Bochum. Wahre Geschichte bei mir im Fußballkeller, wir spielen gegen Dynamo Dresden und führen in der 89. Minute für Laien, das ist eine Minute vor Schluss, mit 2:0. Und mein Kumpel sagt, oh, ich glaube, ein Punkt ist drin. Ja? Oder das verinnerlichen bei uns auch schon die Kinder, Jahre her. Kommt ein Kind bei uns zu Besuch, der war neu in Bochum und der hatte sich, bevor er zu uns gekommen ist, am späten Nachmittag, ein Testspiel des VfL Bochum angeguckt. Ist aber schon kurz vor Schluss gegangen und die gegnerische Mannschaft hat 1:0 geführt. Und da sagte der Junge, ach, vielleicht hat der VfL Bochum ja doch noch ein Tor geschossen. Und mein Sohn sagte, du musst noch viel lernen. Übrigens kann man die ganze Sache mit Insider und Outsider nicht nach Geschlechtern trennen, so nach dem Motto Frauen Outsider, Männer Insider. Blödsinn. Beispiel 1, Café in Münster. Warum ich da jetzt war, ist jetzt egal. Auf jeden Fall hat an dem Abend der VfL Bochum in Berlin gegen Union gespielt. Glücklicherweise hatte ich WLAN-Zugang und konnte mir das Spiel auf dem Laptop angucken. Kommt so ein Typ, so ein Szenetyp, verstehst du? So weißt du, so ein Bärtiger, so ein Matesäufer, kommt so vom anderen Tisch rüber und sagt, ach, Sie gucken Fußball, wer spielt denn da? Sag ich, der VfL Bochum. Ah, sagt der Bundesliga. Nee, sag ich, Champions League. Und er, echt? Toll. Union Berlin gegen den VfL Bochum in der Champions League. Beide Mannschaften haben jetzt ein gemeinsames Ziel. Zweites Beispiel für absolutes Insiderwissen. Lesung in Kiel. Kommt danach zu mir ein Vater zum Bücher signieren, so. Vater im St. Pauli-T-Shirt. Hat zwei Töchter dabei. Wahre Geschichte. Ich erfinde hier nichts. Verstehst du? Ist sowieso alles wahr, was ich erzähle. Aber das ist auch noch passiert. Also, zwei Töchter, ungefähr 15, 16. Die eine im Trikot vom FC Schalke. Die andere im Trikot von Borussia Dortmund. Sag ich, was ist bei euch schiefgelaufen? Ihr müsst mal zur Familienaufstellung. Kicher, kicher. So, dann sagt der Vater, er würde gerne ein Foto von mir machen mit den beiden Mädels. Sag ich, ja, kein Problem. Nimm die so ein bisschen in den Arm und sag so, oh, ich habe auf der Bühne geschwitzt. Könnte sein, dass ich ein bisschen müffel. Da sagt die im Dortmund-Trikot, ach, das ist kein Problem. Meine Schwester ist Schalke, die stinkt sowieso. Richtig bedenklich. Richtig bedenklich. Wird es beim Fußball aber, wenn ein Outsider einem Insider mal so eine richtig dumme Frage stellt. Es war sehr laut im Café Dahlbusch, denn es war Freaky Friday, die Open-Stage-Veranstaltung, die Fränge einmal im Monat veranstaltete. Diesmal war ein Punk-Duo mit E-Gitarre und Querflöte aus Dortmund aufgetreten und hatte richtig abgeräumt. Die aufgekratzte Stimmung hielt sich immer noch. Frenge hatte von dem Auftritt nichts mitbekommen, denn er war im Stadion gewesen, wo seine Mannschaft gegen den Tabellenletzten 0:3 verloren hatte. Was für Frenge, hatte Förster das Gefühl, in der Hitliste der Katastrophen der letzten 100 Jahre knapp hinter dem Zweiten Weltkrieg und noch vor den meisten Naturkatastrophen rangierte. Football, bloody hell, hatte er gesagt und Förster und Brocky dann erstmal erklärt, dass das ein Ausspruch des Trainers Alex Ferguson sei, getätigt, als der im Finale der Champions League 1999 mit Manchester United in der Nachspielzeit durch 2 Tore gegen den FC Bayern gewonnen hatte, nachdem die Bazis seit der 6. Minute geführt hatten. Förster und Brocky hatten sich das alles stumm angehört, während im Hintergrund der DJ Punk-Klassiker gespielt hatte. Frenge hatte erzählt, wie frustriert alle im Stadion seien, nicht nur heute, sondern schon seit Jahren. Die Umstehenden hatten angefangen zuzuhören, einige waren ebenfalls im Stadion gewesen, zu erkennen an ihren Schals und Kappen und Jacken. »Mensch, Frenge«, sagte Brocky irgendwann, »wieso gehst du denn da überhaupt noch hin? Läuft das nicht alles aus dem Ruder mit dem Fußball? Wird da nicht viel zu viel Geld bewegt? Ist das nicht alles viel zu viel Show?« Und unterstützt du dieses perverse System nicht dadurch, dass du immer wieder dahin rennst? Kannst du das überhaupt noch mit deinen Vorstellungen von Ethik und Moral vereinbaren? Frenge blieb ruhig und schloss kurz die Augen. Dann sagte er, er sehe ein, dass es auch beim Thema Fußball möglich sein müsse, einen vernunftbasierten, herrschaftsfreien Diskurs zu führen, der auf dem sachlichen Austausch ruhig vorgetragene Argumente basiere, auf dass die Diskutanten am Ende geistig erfrischt und mit einem echten Erkenntnisgewinn aus dem Diskurs hervorgehen mögen. Und deshalb sage er, Frenge in solchen Fällen gerne, nein, verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße!
Ich kann es nicht mit meinen Vorstellungen von Ethik und Moral vereinbaren, wenn Ablösesummen in der Höhe des Bruttosozialproduktes eines mittleren Industriestaates gezahlt werden. Ich kacke auf die ganze Show drumherum. Ich meine schon, wenn es nicht in einer Halbzeitpause stattfindet, möchte ich lieber 3 Tage Brechdurchfall haben, als eine Minute Helene Fischer zu hören. Ich kann es auch nicht ertragen, wenn wegen einer Rabattaktion wieder lauter Familien mit viel zu kleinen Kindern bei uns im Block sitzen und mich dann ahnungslose Mütter und testosteronverminderte Väter, die vor 30 Jahren auch im August Norwegerpullis getragen hätten, fragen, ist das denn nötig, dass hier so viel geraucht wird? Ist das denn nötig, dass schon mittags Alkohol getrunken wird? Ja, es ist nötig, sonst würden wir es nicht machen. Wenn euch das stört, dann seid ihr falsch. Für euch gibt es den König der Löwen oder Red Bull Leipzig. Wobei ich bei Red Bull und Hoffenheim und diesen ganzen Fußballfirmen nicht so sehr das Kotzen kriege, weil sie so viel Geld haben, sondern weil sie damit auch noch gute Arbeit leisten. Und da redest du mit Leuten aus diesen Städten oder Dörfern und die sind dann plötzlich total nett und die freuen sich, dass es bei ihnen endlich Bundesliga-Fußball gibt und du denkst, verdammt, der redet ja genau wie ich, nur dass ich derzeit keinen Bundesliga-Fußball kriege. Und dann kommt von einem Zivilisten wie dir die Nachfrage, ob das schizophren ist. Ja, eigentlich müsste es heißen, schizophren sei, warf Brocki ein. Ich scheiß jetzt auf Grammatik und natürlich ist es schizophren, beziehungsweise sei schizophren. Als Fan kannst du doch heute gar nicht mehr anders als bipolar gestört zu sein. Du findest also scheiße den Kommerz und die Show und dass die faulen Säcke nicht richtig rennen und dass denen scheißegal ist, welche Trikots so sie tragen, solange die Kasse stimmt. Die reden von Druck, da sag ich immer, komm nur mal rüber und hör dir von den Leuten an, was echter Druck ist, von denen, die sich mit einem Tumor in der Lunge immer noch hier hinschleppen, von denen, die Schiss haben um ihren Job, von denen, die zu Hause die Scheiße ihrer dementen Väter und Mütter wegwischen und die deshalb seit Jahren nicht im Urlaub waren und die rätselhafterweise keine 20, 30, 50 oder 100.000 Euro im Monat bekommen plus Punkteprämien. Mittlerweile war es still geworden im Café Dalbusch. Der DJ hatte aufgehört, irgendwas aufzulegen. Die ganze Kneipe hing an Frenges Lippen. Aber das ist natürlich auch wieder total unfair, denn die, über die wir hier ständig motzen, sind ja größtenteils noch Kinder, 20, 22. Natürlich bauen die manchmal Mist und labern die manchmal Mist, aber Herrgott, willst du an jeden Blödsinn erinnert werden, den du mit Anfang 20 von dir gegeben hast? Warum, fragst du dich dann, sollen ausgerechnet junge Bengel, die praktisch noch Käseschmiere hinter den Ohren haben, besser sein als der Rest dieser Gesellschaft? Und überhaupt, wirst du es denn anders machen? Wie wächst du denn auf als Fußballer? Schon mit 14, 15 geht es doch nicht mehr um dich, um wie du bist und um was du willst und dir Wünsche, wovon du träumst, sondern nur noch darum, was du leistest für den Verein, seine Sponsoren und Geldgeber. Und wenn es für das nächste Level nicht reicht, dann wirst du aussortiert, gnadenlos. In der Wirtschaft heißt das, up or out, grow or go. Und dann wunderst du dich, dass dabei nur Typen herauskommen, die auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Denn die sagen sich, wenn ich nicht an mich denke, tut es keiner. Und mit Anfang 30 ist vorbei. Und die wenigsten haben dann schon ausgesorgt, aber ihre Knochen sind kaputt. Und ihre Frauen und Kinder wurden vielleicht im Supermarkt oder in der Schule gemobbt und beleidigt, weil sie 3-mal hintereinander verloren haben. Das Böse sind eben nicht immer nur die anderen. Das sind auch wir, das weiß ich alles. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Ich weiß, dass es so nicht weitergehen kann und darf, aber solange ich dahin gehe, wird es so weitergehen. Aber wegbleiben kann ich auch wieder nicht, weil da ist ja immer noch der Johannes und sein Vater und der Brendi und der Thorsten und die Babs und die Bärbel und die Claudia und die Östers und der Coach und all die anderen grenzdebilen Bekloppten, die trotz eines durchaus vorhandenen Hirngewichts da immer wieder hingehen und leiden und lachen und saufen und weinen und sich 1 Million Mal schwören, ich komme hier nie wieder hin. Und 1 Million Mal ist das im nächsten Moment schon wieder vergessen. Vor allem aber sind da die Blagen an erster Stelle, die eigenen, weil in der Welt immer noch nichts Geileres gibt, als mit dem Spross deiner Lenden ins Stadion zu gehen. Na gut, im Keller Actionfilme gucken ist auch nicht ganz schlecht. Aber es ist wie bei Al Pacino in der Pate 3. Gerade wo ich denke, ich bin raus, ziehen die mich wieder rein. Ich bekenne mich hiermit feierlich zu meiner Ratlosigkeit, zu meiner Schizophrenie, zu meinem Wahnsinn. Du darfst mit dem Finger auf mich zeigen. Du darfst mich verspotten oder mich bemitleiden. Aber du wirst mich nicht ändern. Und auf meinem Grabstein wird gehen, er ging ins Stadion. Er wusste es nicht besser. Leck mich am Arsch, Brocki. Ich brauche jetzt 12 Bier. Ein paar Sekunden herrschte absolute Stille im Café Dalbusch. Und dann redeten alle einfach weiter und der DJ legte wieder auf und Förster fragte sich, ob es Jesus bei der Bergpredigt wohl auch so gegangen ist. Allerdings bewies der DJ wie Förster fand durchaus Gespür für die Situation und spielte »I fought the law and the law won« von The Clash. Sie standen noch sehr lange am Tresen. Förster und Brocki trugen Fränge irgendwann ins Bett. Fans, dachte Förster, bloody hell. Das war's. Mehr ist nicht drin. Danke vielmals. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einem Stadion Ihrer Wahl. Bis die Tage. Dankeschön. So, von der Galerie. Super. Ja, ich merke auch. Ist, Und zwischendurch ist ja ein Günter Kunert-Gesicht gelogen. Da hat mich beinahe geschmissen.
Wo meinst du? Großartig, wo du dich verschossen hast. Weil irgendwie ein Verrasen. Und da war ich dann endgültig erledigt. Grandios.